Ja, das ist natürlich noch nicht... Wir haben noch 2 Minuten. Wo ist denn das andere? Das wollen wir hier auch zeigen. Und ja, sie sind uns zugeflogen durch Vermittlung von Katharina Behrens und Wolfgang Kemp, die, die sozusagen die Mittelsleute waren und uns dieses Projekt angetragen haben, was besonders ist, zu dem man auch sehr viel erzählen kann, by the way, über dieses Buchprojekt. Es ist im Grunde genommen eine Fortsetzung, wenn man so will, eine Zusammenarbeit, sowohl mit Merlin als auch eben mit Erika Hegewisch, die letzten Endes auch den Anstoß gegeben hat, wenn ich so sagen darf, dass diese Texte, die quasi wie so Tagesaperçus in dieser besonderen Situation entstanden sind, und wir werden das ja jetzt auch gleich hören, eben ganz besonders sind, mit Bildern versehen hat. Also es, so, und das ist in gewisser Weise eine Fortsetzung, weil es hat schon einen Band gegeben mit Gedichten und Bildern von Erika, also von Gedichten von Michael Krüger und Bildern von Erika Hegewisch. Und auch das ist bei Merlin erschienen. Und das hängt eben damit zusammen, dass es auch eine Verbindung gibt zwischen den beiden Autorin, Künstlerin und dem Merlin Verlag. Eine längere Geschichte. Im Grunde möchte ich jetzt gar nicht viel mehr dazu sagen, denn wir haben eine halbe Stunde, die ist ja jetzt auch schon angefangen, und jetzt übergebe ich einfach mal das Wort an Michael Krüger. Gut, ich freue mich, Leipzig, hören Sie mich? Ja. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin... was man nicht vermuten könnte, aus Zeit. Ich bin also hier geboren und habe die ersten Jahre hier gelebt und komme immer wieder gerne hierher. Ich war eben auch immer hier noch vor der sogenannten Wiedervereinigung und habe hier meine Freunde gehabt und meine Bücher ausgestellt, als ich noch im Verlag gearbeitet habe. Und jetzt war ich sehr lange nicht hier, wie Sie gerade gehört haben. Pandemie und Leukämie und alle möglichen Mies haben mich gehindert und deshalb freue ich mich nun mal wieder hier zu sein. Wie schon gehört, ist der Band entstanden wie eine Art Tagebuch. Ich war also in einer in einem Holzhaus in der Nähe von München am Starnberger See, durfte das Holzhaus nicht verlassen wegen Ansteckungsgefahr und habe da diese Krankheit auskuriert, die eine tückische ist, aber weil man sie nicht sieht. Man sieht nur, wenn man plötzlich hinfällt und sich wieder rappeln muss. Und in dieser Zeit habe ich so eine Art Prosa-Gedicht entwickelt, in dem Versuch, eben so viel wie möglich an Material unterzukriegen in den Texten. Also der Versuch, nicht jetzt irgendwie ein lyrisches Gedicht zu schreiben, sondern der Versuch, so viel möglich Material des Tages, des Lesens, der Erfahrung unterzubringen, weil man natürlich nie wusste, ob es der letzte Tag ist. Hätte ja sein können, dass die Leukämie stärker ist als die Medizin und dann würde ich nicht hier sitzen. Aber so ist das entstanden. Ich lese einige dieser Texte vor. Verpasste Ernte. Im vorvergangenen Jahr trug er noch rund 100 rotwangige Äpfel. Und auch im letzten Herbst musste ich zweimal den Korb füllen, um die ganze wohlriechende Beute im Keller zu verstauen, die bis zum stürmischen Frühjahr das ganze Haus mit ihrem süßlichen Duft versorgte. Und nicht ein einziger Vogel biss, obwohl keine Chemie an der Reifung der Früchte beteiligt war. Der Fischer von nebenan, ein Liebhaber von alten Apfelbaumsorten, hat dem Baum eine Strohmanschette um den Stamm gelegt und dabei ein paar Beschwörungen gemurmelt, um Ameisen und andere winzige Tiere abzuschrecken, und gelegentlich hat er den Boden etwas aufgelockert. Der Baum, gewiss kein Glanzstück seiner Gattung, steht im einzigen Elendsviertel des Grundstücks, einem moorigen Flecken, wo sich lichtscheue Maulwürfe und Wühlmäuse wohlfühlen, der aber von Vögeln gemieden wird. Auch der Nussbaum dahinter tut nichts dafür, seinem Ruf gerecht zu werden. Von Nüssen jedenfalls kann keine Rede sein. Selbst der Hasel, der doch überall wächst, wenn man nicht aufpasst, tritt nicht in Erscheinung. Ohne Innenleben, ohne Leuchtkraft lebt er so hin, grau und in sich gekehrt wie ein naher Verwandter. Hinter dem Zaun, der eigentlich nur eine Absperrung ist, leben Pferde. Im Sommer, wenn ich mich hinlegen musste, um die Pillen zu verdauen, hörte ich sie manchmal schnaufen. Im blattlosen Winter kann ich sie stehend schlafen sehen, ein Hinterbein angehoben, als sollte keiner merken, dass sie in anderen Gegenden unterwegs waren im Schlaf. In diesem Jahr gab es nicht einen einzigen Apfel. Ich kann mich natürlich an die furchtbaren Stürme erinnern, an die faustgroßen Hagelbälle, die auf mein schräges Fenster knallten, als wollten sie mich und meinen tief sitzenden Glauben an die Sparsamkeit der Natur vertreiben. Und ich sehe mich noch, wie ich nach dem Gewitter in den Garten stürzte und nachsah, wie viele Blüten noch an den schorfigen Ästchen klebten. Die Schatten hasteten so schnell über die Wiese, dass selbst die an Wettspiele gewohnten Amseln aufgeben mussten. Weiter unten hatte es zwei Bäume umgerissen. Sogar die Buche, nach wie vor der Inbegriff von Festigkeit und Solidität, hatte einen Kranz von Altholz im Grase ausgelegt. Aber das mickrige Apfelbäumchen war noch am Leben. Und auch wenn man nicht an die Heilkräfte der Natur glaubt, wenn man, wie ich, von 1000 Pillen abhängig ist, so hörte man es atmen. Berührte man den verkorksten Stamm, spürte man ein schüchternes Schauern. Klingt das mystisch? Mag sein. Tatsächlich war ich damals versucht, meinem Leben einen Sinn zu geben. Auf jeden Fall war ich mir sicher, bis an mein Lebensende Äpfel ernten zu dürfen von diesem Baum. Keine Äpfel in diesem Jahr, verpasste Ernte. Jetzt kommt es darauf an, wie ich den Winter überstehe. Wie ein Versager stand der kleine, krumme Obstbaum da, zwischen den aufgeworfenen Maulwurfshügeln, wie ein Prophet, dem der Glaube entglitten war. Der verblassende Obstbaum, der von einem Reich träumt, wo nicht einmal der Wind sich traut zu wildern. Naja, und so geht das dann immer weiter. Und manchmal ist es mehr beobachtend und manchmal mehr reflektierend, aber das, wie halt das Leben so spielt. Milane über dem Moor. Ich weiß nicht, ob jeder noch weiß, was ein Milan ist. Hier im Voralpenland gibt es gegen Ende Oktober Tage, an denen man sieht, was wahrscheinlich noch keiner gesehen hat. Nicht einmal die Maler, die nicht weit von hier ihre klapprigen Staffeleien aufgebaut haben, um ein bestimmtes Lila nicht zu verpassen, das gegen Abend im letzten Licht über dem Moor steht. Man sieht in der Ferne die Berge vorbeiziehen, wie eine Herde von Kamelen, die Säcke mit Salz über verschneite Pässe schleppen, während im Vordergrund gezierte Wartvögel übers Moor trippeln, als hätten sie Angst, die Toten zu wecken, die seit 300 Jahren das Erstaunen über ihr plötzliches Ableben nicht aus dem Gesicht kriegen. Sie wurden zum Schweigen gebracht, als sie das Entscheidende sagen wollten. Diesen einen einfachen Satz, der sie von allen anderen Moorleichen unterscheidet. Sie kennen nur eine schlafende Welt, in der auch das Unglück schläft, das nicht erklärt werden darf, um den Jammer nicht zu vermehren. Wenn man Glück hat, sieht man Milane in großen Kreisen über das Moor schweben, die nur manchmal ihre Flügel justieren, wenn eine aus dem lästigen Volk der Krähen, die im Moor keinen guten Ruf haben, weil sie die Ruhe nicht kennen und anderen neiden, ihre schwarzen Kapriolen schlägt. Krähen sind intelligent, das weiß man, aber Feinde der Schönheit. Und dazwischen, zwischen dem Moor und den Alpen, es gibt Fragen, die nicht beantwortet werden dürfen. Das haben wir von den Mönchen gelernt, die hier im Pfaffenwinkel versucht haben, mit den heiligen Gesetzen der Alchemie das 20. Jahrhundert zu verhindern. Ich wollte mir merken, was ich gesehen habe in diesem Zwischenreich, das wahrscheinlich noch nie jemand vor mir gesehen hat. Aber ich bin noch nicht tot und habe alles vergessen. So, noch ein paar. Wie Sie schon gehört haben, ist das eine sehr religiöse Gegend, der sogenannte Pfaffenwinkel, wo ein paar der bedeutendsten Klöster angesiedelt sind. Heute Schulen und alle möglichen Institutionen. Und es ist eben dieses unerhörte Licht, das da herrscht, das die Maler, vor allen Dingen der Brücke, dazu veranlasst hat, da ihre Bilder zu malen. Man kann also, wenn man aufmerksam ist, viele Motive heute noch von zum Beispiel Gabriele Münter vollständig sehen. Also man geht spazieren und geht um einen Winkel herum und plötzlich steht man in einem Bild von Gabriele Münter oder einem der anderen, die da alle gelebt haben, zwischen Kochel und den Bergen. Gott lässt sich nicht helfen. Sie mögen sagen, das ist doch bekannt, aber ich habe es erst dort so richtig erfahren. Unten am See, noch ganz vom Nebel besessen, traf ich den Wasserforscher, der seit Jahren den Rhythmus der Wellen studiert. Ein Einsiedel, wie er sich selbst nennt, der wenig Worte hat und wenig braucht. Ein Mann ohne Fenster und Tür, der mit der Stoppuhr auf den Kieseln kauert, die den See begrenzen, um ein Geheimnis zu ergründen, dem er Beweiskraft zuspricht. Am Sonntag sitzt er in der Kirche, im Kirchenchor, weil die Musik von Bach ähnlichen Gesetzen folgt wie seine Wellen. Das letzte Wort will er nicht haben, das überlässt er Gott, der den ersten Stein ins Wasser warf, wie er sich ausdrückt. Und wenn Gott selbst der Stein war, sage ich, um ein Gegengewicht zu dem Nebel zu bilden, der sich nicht auflösen will. Gott lässt sich nicht helfen, denke ich auf dem Weg zurück zum Haus. Im Wäldchen über dem Wort des Lebens haben sie einen See angelegt, wo vorher ein Sumpf war. Jetzt sehen die Birken so aus, als hätten sie Angst. Nach 100 Schritten endlich die Schafe. Ich kann mir leicht vorstellen, dass sie einst niedere Götter waren. Jetzt wollen sie nur noch Schaf sein. Sonst nichts, nicht einmal die Stricknadel, die aus ihrer Wolle Pullover strickt oder Socken. Es gibt keine Rechtfertigung der Welt, wie sie ist, flüstere ich sie in ihre Schafsohren. Aber das war schon zu viel an Grobheit für ihre feine Natur. Ich muss das Holz aufsammeln, bevor es nass wird und nicht zu Asche werden will in meinem Ofen, von dem ich lebe. Mein Archiv der Schmerzen braucht Wärme, sonst geht der Ofen aus. Weltuntergang. Vor ein paar Tagen träumte ich vom Weltuntergang. Tatsächlich. Es ging übrigens leichter über die Bühne als gedacht. Eine Gruppe von Menschen, Männer und Frauen, hatte sich auf einem Platz versammelt, vielleicht Florenz, weil ich gerade ein Buch über Michelangelo lese. Und einer, der mir irgendwie bekannt vorkam, sagte, alles ist offenkundig, doch das Offenkundige hat es nicht leicht. Ein leises Sirren war zu hören, wie aus einem Stück von Ligeti, nicht unangenehm, aber voller Kummer, als halte etwas Schönes nach, das ich nicht verabschieden wollte für immer. Eine Frau weinte, weil ihr Kind verschwunden war. Das schöne Kind, rief sie immer fort, das schöne Kind. Es muss doch eine Möglichkeit zur Rückkehr geben, sagte ein älterer Herr, der seinen Hut in die Luft warf, um zu sehen, woher der Wind kam. Aber der Hut kam nicht zurück. Aus den Rissen in der Erde quoll Rauch, was ganz allgemein begrüßt wurde, und bewegte sich katzengleich auf das Meer zu. Man gab sich die Hand. Eine der Frauen hob ihr Haar, damit es nicht nass wird. Einer verteilte Apfelsinen und belegte Brote. Sein Gesicht war kalkweiß wie die Milchsuppe, die wir als Kinder in Berlin erhielten. Dann war die Welt weg. Ich sah noch einen Baum, der lässig auf mich zukam und dann auch zerfiel. Dann gab es nichts mehr, wenn das, was ich sah, das Nichts war. Aber sicher war ich mir nicht. Unter Hinweis, dass noch 5 Minuten Zeit sind. Ja. Ich möchte noch einen, weil ich nur gerade hier bin in Sachsen, einen Text lesen, der irgendwie so politisch klingt, aber nicht so gemeint ist. Weil ich hier aufgewachsen bin und mit großem Kummer gesehen habe, dass in all den Dörfern und Städtchen, die mir so am Herzen liegen, plötzlich so viele AfD-Leute Erfolg haben. Und ich habe das sehr ungern zur Kenntnis genommen, weil dieses Sachsen-Anhalt, die meisten von euch wissen das vielleicht gar nicht, aber das war eben doch ein aufmüpfiger Stamm. Und mein Großvater, der hier einen Hof hatte, südwestlich von Zeitz, und 1945 gleich als erster enteignet wurde, und als er protestierte, wurde ihm gesagt, Sie können froh sein, dass Sie nicht erschossen wurden. Und trotzdem habe ich irgendwie an diese Gegend, oder denke ich immer an diese Gegend mit einer großen Liebe und Freundlichkeit. Und wenn dann die Wahlen waren und plötzlich so viele von wirklich grauenhaft blöden Leuten da gewählt wurden, da ist das mit natürlich in so ein Buch eingeflossen, was eine Art Tagebuch ist. 70 Jahre. Ich mag nichts mehr hören aus dem Landkreis, in dem ich geboren wurde. Damals hieß es Wittgendorf, Kreis Zeitz. Heute Gemeinde Schnaudertal im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt. Wenn von unserer Gegend die Rede ist, dann von Nazis, Radau und Rassismus, und gezeigt werden gröhlende, hässliche Männer mit rasierten Schädeln und besoffene, kreischende Frauen, die fordern, dass Deutschland endlich wieder den Deutschen. Der Rest ist nicht zu verstehen. 70 Jahre lang habe ich diesen Landstrich, seine Dialekte und seine Kirchen verteidigt. auf der ganzen Welt die Vorzüge der Zuckerrüben in Taucher, Döschwitz, Lützen, Wiesengrund und Herren-Gosserstedt gepriesen. Die Kreisstadt Zeitz sowieso, wo Fliegenfänger produziert wurden, die nicht nur der preußischen Fliege den Garaus gemacht haben. In New York habe ich von Zeitz als der Stadt des Klavierbaus geschwärmt, von Hupfer und Kompanie, Pianomechaniken. Und nicht vergessen, weil der Name in New York bekannt war, den Wäschedruck der Familie Casiraghi zu erwähnen, der später die reiche Hälfte von Monaco gehören sollte. Wörlitz gehört zu meinem Sachsen-Anhalt. Die fetten Böden von Unterkaka und Meineweh, die sanften Ufer der Saale, der Oker und der Weißen Elster, die liebliche Schnauder, an deren Ufern einst die slawischen Bauern siedelten, die das Brikettpressen einführten, damit später die Hugenotten es warm hatten in ihren sauberen Stuben in Naumburg, Eisleben und Weißenfels, wo sie mit gespitzten Mündern den Saale-Unstrutwein tranken, immer ein wenig zu sauer im ersten Moment, aber dann konnte es nie schnell genug gehen. Und in Paris und London habe ich von meinem Großvater erzählt, vom Homer der Kartoffeln, der so erzählen konnte wie Buffon, aber keine Zeit hatte, Bücher zu schreiben. Und jetzt ist immer nur von diesen Arschlöchern die Rede, wenn von Sachsen-Anhalt gesprochen wird. Diesen Nazis und Blödmännern, statt dass man im Fernsehen den Dom zu Magdeburg zeigt oder den von Halberstadt oder die frankischen Stiftungen in Halle oder auch nur das Kino Zentralhalle oder meinetwegen auch ganz einfach mal nichts. Dankeschön. Ja, denken Sie an das schöne Sachsen-Anhalt. Ganz in der Nähe gibt die schönsten Höfe nach wie vor und gibt die schönsten Landschaften. Und irgendwann müsst ihr halt diese Teufel da wegtreiben. Wie man das macht, weiß ich auch nicht, aber mit Mistgabeln am besten. Mit Mistgabeln hinterherrennen und so lange zustechen, bis keiner mehr Lust hat, sich da breit zu machen. In diesem Sinne. Es ist doch das schlimmste Rechte, das ist das Langweiligste auf der Welt. Aber das Schlimmste an Rechten ist, wenn sie eine Kultur beanspruchen wollen. Und da muss man schon dagegen sein, finde ich. Ich wünsche Ihnen eine schöne Messe. Vielen Dank, lieber Michael Krüger. Das war eine wunderbare Lesung. Schöner Eindruck. Schauen Sie sich das Buch gerne vorne noch an. Es sind wunderbare Bilder von Erika Hegewisch beigestellt. Optische Eindrücke. Das ist eine Freundschaft, die da sich auch niederschlägt in diesem Buch. Und es ist ein besonderes Buch. Vielen Dank. Ja, hallo, herzlich willkommen zur Lesung aus Ferien am Waldsee von Carl Laszlo. Harald Krewer und Max Gindorf steht hinter mir, das stimmt zur Hälfte, zum Glück zur wichtigeren Hälfte. Max Gindorf ist nämlich da, er hat diesen Text von Carl Laszlo für uns als Hörbuch eingelesen und wird ihn heute auch für uns lesen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Genau. Vielleicht sage ich ein bisschen was zu dem Buch erstmal und wie es bei uns gelandet ist und warum wir das gerne vertonen wollten. Erinnerung eines Überlebenden ist der Untertitel, Ferien am Waldsee, Carl Laszlo. Carl Laszlo kam als junger Mann, als 20-Jähriger, glaube ich, in diverse Konzentrationslager und hat da wirklich so die Hölle der KZ-Vernichtungsmaschinerie durchlebt und hat es überlebt. Und dann einen fiktionalisierten Überlebensbericht geschrieben unter dem Titel Ferien am Waldsee, was jetzt erstmal schöner klingt, als es ist, würde ich sagen. Genau, und der Text erschien dann erstmals 1955, also relativ zeitnah zu seiner Erfahrung. Und wurde dann, geriet ein bisschen in Vergessenheit und wurde wiederentdeckt vor einigen Jahren und im Verlag Das Vergessene Buch veröffentlicht. Und in diesem Zuge sind wir auf das Buch gestoßen und haben gedacht, okay, wir wollen also diesen Gedanken der Wiederentdeckung vielleicht sogar noch weiterdenken und schauen, wie kann man das nochmal hörbar machen, und kamen auf eine Vertonung. Wir als Verlag Speak Low haben, passt auch thematisch sehr gut. Wir haben einige Titel zum Thema Holocaust, auch einige Titel, die literarische Wiederentdeckung sind. Und wir dachten, okay, das passt irgendwie auf vielen Ebenen. Ja, und es zeigt sich eben auch bei so einer Veranstaltung wie hier. Carl Laszlo ist 2013, glaube ich, verstorben und man könnte so eine Lesung nicht machen. Mit ihm kann man sie nicht mehr machen, aber eben mit einer anderen Stimme. Genau, Max Gindorf, du bist eigentlich Theaterschauspieler, warst in Wien am Theater lange, bis jetzt in Berlin. Ist das eigentlich dein erstes Hörbuch? Ja, das war mein erstes Hörbuch. Ja, okay. Ja. Ja, cool. Ja, vielleicht willst du ein bisschen was dazu sagen, wie der Prozess für dich war. Wie hast du dich dem Text angenähert? Wie war die Arbeit? Ja, also Harald Krewer hat mir das Buch mal ans Herz gelegt und erstmal dachte ich, weil er halt erzählt hat, es ist ein Erlebnisbericht von einem KZ-Häftling aus seiner Zeit aus dem Konzentrationslager, und da dachte ich erstmal, okay, heavy stuff, aber er meinte, aber ja, ich soll mal als erstes so die Biografie durchlesen von Carl Laszlo, die ziemlich aufregend ist, vor allem seine Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Also der hat danach ganz viel mit Pop-Art-KünstlerInnen in Amerika Partys gefeiert, hat irgendwie ein sehr elektrisierendes Leben geführt. Und das fand ich irgendwie ganz verblüffend, dass eine Person, die sowas erlebt hat, wie Carl Laszlo beschreibt, trotzdem noch irgendwie so eine Lust am Leben zurückgefunden hat. Und das war ziemlich überraschend für mich. Und dann habe ich die Erzählung auch gelesen und er hatte irgendwie in irgendeiner Art, und das hat Harald Krewer mir damals auch schon mitgeteilt, eine gewisse Leichtigkeit, in einer gewissen Leichtigkeit diese Erfahrung irgendwie aufs Blatt gekriegt, was ich irgendwie sehr, sehr verblüffend fand und so irgendwie in der Art noch nie gelesen habe. Mhm. Und ja, und so wollte ich das auch unbedingt machen. Mhm. Und das fand ich dann ganz schön. Ja, fand ich auch erstaunlich, wie irgendwie so lakonisch beiläufig fast das erzählt ist. Total. Oder auch wie so eine Art Alltag natürlich auch entsteht dann trotzdem im KZ. Und also ohne, dass es jetzt das Ganze verharmlosen würde, die Erfahrung. Also das Grauen steht trotzdem total da. Aber ja, es ist wirklich ein sehr einzigartiger Blick, glaube ich, auf diese Erfahrung, diese Zeit. Genau, ich würde sagen, wir steigen gleich ein und hören ein bisschen was aus den Kapiteln Romeo und Julia und die Befreiung. Voll. Das du lesen. Genau. Okay, ja. Gut. Dann wünsche ich viel Spaß. Romeo und Julia. Wer hat die Liebe denn Liebe genannt? Ihr wahrer Name ist Tod. Denn wen die Liebe überkommt, den überkommt der Tod. Unbekannter japanischer Dichter. Es war Sommer in der Welt. Im Konzentrationslager an der schlesisch-polnischen Grenze war es heiß. Die Lagerinsassen waren am krepieren. Täglich wurden Tausende von Menschen umgebracht. Am Rande des Lagers fraß das Krematorium, das nicht minder hungrig als die Häftlinge zu sein schien, wahllos seine Opfer. Im Lager selbst wurden die wenigen Übriggelassenen durch die Umstände und durch ihre Mitinsassen ermordet, alles unter musikalischer Begleitung. Die Musik war tatsächlich vorhanden. Als Empfangsorchester zunächst am Eingang des Lagers, zu dessen Begleitung die Neuangekommenen zu den Gaskammern schritten, dann als Lagerkapelle, die zur Belustigung der SS-Leute und der internen Häftlingslagerleitung diente. Zu jener Zeit, es mochte Mitte August sein, gelangte ich durch Tausch zu einer großen Seltenheit, zu einem Buch. Im Konzentrationslager waren Bücher unbekannt und auch die spärliche Lageraristokratie der Häftlinge, die Blockältesten, die Kapos, die Schreiber, der Küchendienst und sogar der Lagerälteste selber, konnte nur schwer an ein Buch gelangen, soweit sie überhaupt ein Verlangen danach verspürte. Das einzige Buch, das ich bis zuletzt retten konnte und das mich bisher überall begleitet hatte, die Maxime des La Rochefoucauld, war mir beim Eintritt ins Lager im Bad weggenommen worden. Jetzt geriet ein schmutziger Band Shakespeare in meinen Besitz, ein beflecktes, zerrissenes Exemplar von Romeo und Julia. Das Groteske war, dass ich nicht die geringste Aussicht auf ein anderes Buch hatte. Ich war etwas verwirrt und zeigte das Buch dem Dr. Heller, dem deutschen jüdischen Arzt aus Berlin-Charlottenburg, riesengroß, blond, mit blauen Augen und preußischem Akzent, ein Mann, wie es wenige im Lager gab, der im Gegensatz zu seinem Chef im Krankenbau, dem Professor Epstein aus Prag, sich mit großer Nonchalance den Sport erlaubte, am laufenden Band das Leben von Hunderten von Lagerinsassen wenigstens für kurze Zeit zu retten. Dabei setzte er natürlich sein eigenes Leben ständig aufs Spiel. Er rettete wahllos Kinder und Erwachsene, Christen und Juden, Kranke und Gesunde, Deutsche und Russen. Er galt unter den Häftlingen als kalter und herzloser Preuße, denn er war der Erste, der nach einer Nacht, wo Hunderte von Kranken zur Vergasung abtransportiert wurden, am anderen Morgen lachend, einen Witz erzählend antrat. Er sprach nie von Moral, er berief sich nie auf Gott oder die Gerechtigkeit, sondern bekämpfte den Mord so gut er konnte mit einer Selbstverständlichkeit, wie man beim Tennisspielen die Bälle zurückschlägt. Ich zeigte ihm meinen Band Romeo und Julia und fragte ihn, was ich damit tun solle. Er hatte mich einige Wochen vorher vor dem sicheren Tod gerettet und ich vertraute ihm völlig. Er wunderte sich sehr über mein Zögern und forderte mich auf, das Buch wacker zu lesen und auf alle Gefahr hin bei mir zu behalten. Am nächsten Tag gegen Abend wurden wir alle in die Baracken gesperrt, man sagte, ein großer Transport aus Theresienstadt komme an. Ich zeigte an diesem Tag, vielleicht angeregt durch das Gespräch mit Dr. Heller, mehr Mut als sonst und entschloss mich, eine zweite, ebenso lebensgefährliche Tat zu begehen und mich nicht in den Block zu begeben. Ich nahm das Buch zu mir und versteckte mich in einem Neubau am Rande des Lagers in einem monumentalen Massenabort aus Zement, dessen große Türe direkt auf die Rampe hinter den Krematorien blickte, wo in der Regel die neuen Transporte ankamen. Ich setzte mich auf den kalten Boden, eigentlich erfrischend und angenehm kühl in der schwülen Nacht, zog mein Buch hervor, dessen Buchstaben ich immer klarer sah, während die Flammen aus dem Schornstein des vor mir stehenden riesigen Krematoriums zum Himmel loderten. Auf der Rampe kamen die Züge der Neuen an. Ich sah den SS-Sturmführer Dr. Mengele nicht, wusste aber, dass er dort saß, mit nackten Zeigefingern nach rechts und nach links weisend, die Toten von den noch nicht Toten scheidend. Die Menschenschlange sah ich dagegen sehr gut, sich langsam vorwärts bewegen, Frauen, Männer, Kinder und Greise, und hörte die kurzen, groben Rufe der SS-Leute und die dumpfen Hiebe der Gewehrkolben. Was ich aber vor allem hörte, war eine merkwürdige Stille, ein Schweigen wie beim Versinken im Moor. Die Buchstaben wurden immer klarer. Prinz, Männer, wilde Tiere, die ihr die Flammen eurer schnöden Wut im Purpurquell aus euren Adern löscht, zu Boden werft, bei Buß an Leib und Leben, die missgestellte Wehr aus blutger Hand. Die Buchstaben tanzten mir vor den Augen, dem Reigen der Riesenflammen folgend. Ihre Konturen wurden immer klarer, je höher die Flammen aus dem Kamin stiegen. Romeo. Lieb ist ein Rauch, den Seufzerdämpf erzeugten. Geschürt ein Feuer, von dem die Augen leuchten. Gequält ein Meer, von Tränen angeschwellt. Was ist sie sonst? Verständ'ge Raserei und ekle Gall und süße Spezerei. Die Augen taten weh, aber sie wollten die Buchstaben verschlingen und starrten immer wieder auf die Rampe und die Menschenschlange hin. Vor kaum 2 Monaten war ich selbst dort angekommen, auf dem gleichen Weg und dicht am Tod vorbeigegangen. Am Tode, der 53 Personen meiner Familie auf die andere Seite kommandierte. Immer war es Nacht bei der Ankunft und im Dunkel brannte das Feuer heller. Aber alles vergangene Leid, bis zur Geburt zurück, wurde zum Schatten im Lichte des Feuers, das die Neuankömmlinge einzuäschern hatte. Benvolio. Pa, Freund. Ein Feuer brennt das andere nieder. Ein Schmerz kann eines anderen Qualen mindern. Dreh dich im Schwindel, hilf durchdrehen dir wieder. Fühl anderes Leid, das wird dein Leiden lindern. Saug in dem Auge neuen Zaubersaft, so wird das Gift des Alten fortgeschafft. Der Blick auf die Rampe wurde unerträglich. Das Lesen belebte die ganze Vergangenheit wieder. In einer der Vernichtungsnächte des schlesischen Konzentrationslagers, einsam im Abort, erinnerte ich mich meines früheren Lebens. Ich irrte mit dem Blick ständig zwischen Buch und Rampe hin und her. Romeo, höhnt meine Augen frommer Glaube je die Wahrheit so? Dann Tränen werdet Flammen. Und ihr, umsonst ertränk ich manchem See, mag eure Lüg als Ketzer euch verdammen. Ein schöneres Weib als sie? Seit Welten stehen, hat die allsehende Sonne es nicht gesehen. Die Geliebte erschien mir hinter Feuer, Rauch, Dunkelheit und Schweigen. Aber sie musste sich nicht mit den anderen auf die Rampe schleppen, um im besten Falle, statt den sofortigen Tod, Hunger, Angst und Schläge zu erwarten. Sie war zu empfindlich, um das Menschliche ertragen zu müssen. Zu stolz, um sich nicht zeitig genug zu verkaufen. Die Buchstaben auf den Blättern des Buches wurden lebendig wie in schwarz gekleidete Tänzerinnen gegen den weißen Hintergrund. Romeo. Ist lieb ein zartes Ding? Sie ist zu rau, zu wild, zu tobend und sie sticht wie Dorn. Immer wieder blieb die riesige Menschenschlange stehen. Die Gaskammern konnten die Lebenden nicht rasch genug betäuben. Die Krematorien ihrerseits konnten die toten und halbtoten Körper nicht schnell genug in Fett und Asche verwandeln. So stockte der Betrieb. Das Buch war ganz hell beim Lichte des Feuers. Julia, so einst geliebt, aus großem Hass entbrannt? Ich sah zu früh, den ich zu spät erkannt. Das Feuer, in dem Hunderte tot, halbtot, die kleinen Kinder meistens lebendig brannten, wirkte wie ein Rauschgift auf Körper und Geist. Die Buchstaben und Sätze gruben sich unverwischbar ins Gehirn ein. Romeo, der Narben lacht, wer Wunden nie gefühlt. Das Krematorium wandelte sich zum Garten des Capuletschen Hauses. Mit Julia am Fenster und zwischen ihr und dem versteckten Häftling waren Tausende von Kindern, Greisen, schwangeren Frauen, Kranken, Betrügern und Betrogenen, Reichen und schlecht weggekommenen, Tugendhaften und Dirnen zu Asche verbrannt worden. Und wie auf den Blättern des zerfetzten Buches die Szenen wechselten und aus Capulets Garten die Zelle Bruder Lorenzus wurde, erschien mir in den Flammen das Kloster, die Schule, wo wir als Jungen das Leben unter ungarischem Himmel für einen großen Spielplatz ansahen. Ausgelassen und sorgenlos die Kräfte unserer erwachenden Geschlechtlichkeit, bald wild, bald gebändigt erfuhren und die Gedanken aus Büchern in uns aufgenommen hatten, aus Büchern, welche von den verschiedensten Dingen erzählten, aber in denen nichts von dieser Welt hier erwähnt wurde. Die Buchstaben flimmerten vor meinen Augen. Und wo das Schlechtere herrscht mit siegender Gewalt, der gleichen Pflanze frisst des Todes Wurm gar bald. Lesend, mit dem Blick zwischen Rampe und Buch hin und her irrend, erschien in den Flammen wieder das Mädchen, das ich heiraten wollte, bis der Gendarmerieleutnant, der unsere Deportation leitete, und uns in die Viehwaggons verlud, sich in sie verliebte. Als Bedingung ihrer Rettung musste sie ihm versprechen, dass sie ihn heiraten werde. Darauf versteckte er sie in der Leichenkammer, aus der er sie mit ihrer Mutter in ein Zuchthaus brachte, aus dem sie dann befreit wurden. Unser letztes Zusammentreffen fand in der Leichenkammer statt. Diese war angefüllt von röchelnden Sterbenden, Leuten, die ihres Schicksals halb bewusst Selbstmord begangen hatten, meist ältere Menschen. Hier küssten wir uns ein letztes Mal. Auf der Rampe zogen die Menschen langsam weiter. Die Flammen stiegen und die Buchstaben tanzten vor meinen Augen. Lebt wohl. Gott weiß, wann wir uns wiedersehen. Kalt rieselt matter Schauer durch meine Adern, der fast die Lebenswärme erstarren macht. Damals meinten wir in der Leichenkammer, dass wir uns bald wiedersehen würden. Die Buchstaben bewegten sich wild auf ihrem Hintergrund, nur noch die einzelnen Sätze sprangen ins Auge. Weh mir, ich Narr des Glücks. Bist du so nackt und bloß, von Plagen so bedrückt und scheust den Tod? Ich überflog die Seiten in immer rasenderem Tempo. Das Feuer blendete mich immer mehr, nur die Gruft der Capulets strahlte wohltuende Kühle und Geborgenheit aus. O, du verhasster Schlund, du Bauch des Todes, der du der Erde Köstlichstes verschlangst, so brech ich deine morschen Kiefern auf und will zum Trotz noch mehr dich überfüllen. Das Buch war zu Ende. Der Zug auf der Rampe nahte sich immer mehr den Gaskammern, der Zug derer, die das große Glück, im Kuss zu sterben, nicht erleben durften. Alles flackerte vor meinen Augen im Rhythmus der riesigen Flammen, und plötzlich packte mich ein wildes Lachen, wie das Schütteln des Wahnsinns, durch Tod und Rauch, rechts und links vom Zeigefinger, durch Kinderleichen und zertretene Greise hindurch lachten wir laut, mit verdrehten Augen, die Geliebten von Verona mit mir. Dann warf ich das Buch in den Abort. Und wie die Flammen niedriger wurden und die Rampe leer, erhob ich mich, meine Beine waren vom langen Sitzen ganz steif geworden, und taumelte müde, hungrig, schläfrig und irre zum Block und schlich leise zu meinem Schlafplatz. Denn niemals gab es ein so herbes Los als Juliens und ihres Romeos. Die Befreiung. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen. 5. Buch Mose. Eines Tages verbreitete sich die Nachricht, dass die amerikanischen Befreiungstruppen sich dem Lager näherten. Beklemmend wirkte dieses Gerücht auf uns Gefangene. Es war unvorstellbar, dass die SS, die Zeugen des Hinmordens von vielen Millionen Menschen, jemals lebendig aus ihrer Hand geben würden. Im Lager wurde die Angst unter den Gefangenen wie unter den SS-Leuten immer größer. In ungewöhnlicher Hast wurde gepackt. In der Baracke der Lagerleitung verbrannte man schnell die Akten und am anderen Tag wurde das Lager samt aller Insassen, die noch marschieren konnten, geräumt. Die bewegungsunfähigen Kranken wurden in einer Baracke versammelt. Nachträglich erfuhren wir, dass sie alle einige Stunden später von der SS ermordet wurden. Wir mussten uns auf eine Wanderung begeben, die zu Fuß 3 Tage und 3 Nächte dauerte, mit einer einzigen Unterbrechung zum Schlafen. Das Wandern war äußerst unangenehm. Mit einem Stück Brot in der Hand, drückenden, unbequemen Holzschuhen an den Füßen. Besonders quälend war der Durst. Ein einziges Mal während des Marsches, als wir Kinder trafen, wollte ein kleiner, blonder Junge uns eine Flasche Wasser reichen. Der begleitende SS-Mann hielt ihn aber mit der Peitsche und mit den Worten zurück, die Hunde brauchen nichts zu trinken, geh zum Teufel. Am Ende des langen, viele Kilometer währenden Marsches erreichte etwa 1/3 der Häftlinge das große Lager bei Weimar. In den kleinen Vernichtungslagern träumten die Häftlinge immer davon, einmal nach Buchenwald oder nach Dachau zu kommen. Jetzt waren wir im Vorzugslager angekommen, wo auch schon viele Tausende den Tod gefunden hatten. Kaum waren wir aber einige Stunden in Buchenwald, noch hatten wir uns von dem langen, töteten Marsch nicht erholt, verlud man uns schon in Eisenbahnwagen. Es waren offene Viehwaggons mit etwas Stroh am Boden. Bald fuhr der Zug in unbekannter Richtung ab. Man flüsterte, es gehe nach Dachau. Buchenwald blieb hinter uns. Das Lager wurde am nächsten Tag von amerikanischen Truppen befreit. Auch Dachau war in den letzten Jahren des Konzentrationslagersystems ein verhältnismäßig freundlicher Name geworden. Es zählte zu den Erholungslagern. Da haben die einzelnen Häftlinge sogar eigene Löffel, Gabeln und Näpfe besessen. Man hoffte früher einmal, einen Transport nach Dachau zu erwischen. Dort konnte man unter Umständen monatelang fast sorgenlos vegetieren. Allerdings zählte all dies in den nun eingetretenen Verhältnissen wenig. Das Donnern der Kanonen, das Dröhnen der Flugzeuge mussten wir wieder vergessen. Wir lagen in den offenen Waggons auf dem Stroh. Ich persönlich hatte, wie viele andere, Flecktyphus. Eine ziemlich unfreundliche Krankheit, die selten spurlos vorüberging, soweit man sie überhaupt überlebte. Sie war aber mein großes Glück, diese Krankheit, die mich beinahe umbrachte. Denn sie rettete mich mit dem hohen Fieber, so schien es mir, vor dem Erfrieren in den eiskalten Nächten. 6 Wochen lang waren wir bei diesem endlos scheinenden Fahren, immer ohne Dach, bei jeder Witterung in den offenen Viehwaggons, und fuhren immer weiter. In dieser Zeit konnten wir uns kein einziges Mal waschen. Der Zug blieb jeden Tag stehen, die Toten wurden ausgeladen, die Kartoffeln gebraten, und dann fuhren wir weiter, scheinbar ohne Ziel, immer weiter. Eines Abends verbreitete sich das Gerücht, dass in Berlin der Führer des deutschen Volkes umgekommen sei. Über die Umstände gingen die verschiedensten Gerüchte um. Man sprach von Mord, Selbstmord und anderen Todesarten. Es war für uns eine große Nachricht. Vielleicht starben die Sterbenden leichter. Die SS-Leute sagten nichts. Sie gingen mit unverändertem Gesichtsausdruck herum. Das Ganze hatte etwas Gespenstisches an sich. Am Abend versammelten sich alle unsere Wachen in ihrem Eisenbahnabteil mit Musikinstrumenten und reichlich Getränken. Bald fing ein lautes Fest an mit Musik und Zechen. Der ganze Zug mit allen Viertel- und Halbtoten war wach, und die Tanzmusik tönte bis in die frühen Morgenstunden laut durch alle Wagen hindurch. Selbstverständlich meinten wir, die wenigen, die noch am Leben waren, dass die Stunde der Befreiung geschlagen habe. Am anderen Morgen saßen unsere Wachen aber wieder mit unbewegten Gesichtern da, als wäre überhaupt nichts passiert, und der Zug fuhr wie bisher weiter, immer weiter. Wir waren alle viel zu erschöpft und zu müde, zu krank und zu benommen, um damals die Unsinnigkeit dieses Treibens, das letzte und vielleicht irrationalste einer Reihe von unverständlichen Phänomenen, die wir in jener Zeit erlebt haben, ganz zu begreifen. Der einzige auffallende Moment war, dass nicht mehr alle SS-Leute anwesend waren. Die echten, eigentlichen SS-Leute waren fast ausnahmslos verschwunden. Und nur die gutmütigen, in SS-Uniform gekleideten Soldaten blieben zurück. Diese waren eigentlich von Anfang an gleichgültig bis freundlich. Sie benahmen sich wie eine Art von Schicksalsgenossen. Man konnte jetzt, falls jemand noch die Kraft hatte und sich aus eigener Initiative fortbewegen konnte, relativ leicht flüchten. Geschossen wurde meistens nicht mehr. Alles näherte sich dem Ende. Der Winter, der Schnee, die Kälte verschwanden, und die Frühlingssonne schickte ihre wärmenden Strahlen zu uns. Ich selber war kaum mehr am Leben, bis auf die Knochen abgemagert und vom Flecktyphus recht mitgenommen. Und als so alles zu enden schien, als der Wagen fast keine Lebenden mehr beherbergte, als mein Puls kaum mehr spürbar war, da waren wir plötzlich von einer Sekunde auf die andere einfach frei. Man konnte es nicht fassen. Es erschien auf einmal tschechische Gendarmerie, und unsere Wagen wurden in ein befreites Lager an der deutsch-tschechischen Grenze geschoben. Unsere SS-Leute wurden von den noch einigermaßen kräftigen Häftlingen sofort umgebracht. Wir wären eigentlich frei gewesen, hätten wir zum Freisein noch über Kräfte verfügt. Die wenigen, die diese lange Fahrt noch überlebt haben, etwa 800 von ursprünglich 5000, wurden in Holzbaracken untergebracht und starben zum größten Teil in den nächsten Tagen. Dann lag ich tagelang am Holzboden der Baracke. Der Körper wollte unbedingt weiterleben, der Seele war es vorerst gleichgültig. Ich wog etwa 38 Kilo, bei einem Normalgewicht von 70, war aber gebadet, entlaust, rasiert, sozusagen würdig aufgebahrt, halb in dieser, halb in keiner Welt. Aber dann war die Freiheit so berauschend, dass ich, wenn ich mit ihr auch wenig anfangen konnte, mich doch in diesem Lebens- und Todesrausch mit dem Leben vermählte. Es geschah dann noch so manches, Entsetzliches und Erfreuliches, Überraschendes und allzu Menschliches. Aus dem lebenden Leichnam bin ich allmählich zu einem körperlich wieder lebensfähigen Menschen geworden. Nach vielen Abenteuern gelang es mir, auch den Gefahren in der Freiheit zu entkommen. Aber all dies lohnt sich nicht, aufgezeichnet zu werden. Mit der Tatsache des Überlebens zog sich eine Grenze, die unüberschreitbar wurde. Sie trennte zwei Welten, die damals nur durch die Fortexistenz des Überlebenden zueinander in Beziehung gesetzt werden konnte. Der Überlebende stand in einer Welt, in der es nichts anderes als ein Fragezeichen war. Diese Welt schien ihm fremd, und er empfand sich als Gast darin. Er glaubte zwar, wie andere Menschen zu leben, blieb aber mit dem Schattenreich so innig verbunden, dass dieses ihn mehr anzog als die Welt des Lärms und des Lebens. Die große treibende Kraft, das Überlebenwollen, wurde gegenstandslos. Der Selbstmord als logische Konsequenz und die letzte Befreiung, der im Konzentrationslager selber zu den größten Seltenheiten gehörte, vielleicht weil er allzu feige gewesen wäre, ließ sich nicht mehr so ohne weiteres abweisen. Die zwei Kräfte zogen gewaltig in scheinbar entgegengesetzte Richtungen. Das Leben lockte in die Zukunft, die reichsten Hoffnungen machten leichtsinnige Versprechungen und das Blut rauschte in den Adern. Aber nicht weniger zog der Tod. Er rief jeden beim Namen. Es wäre so herrlich gewesen, als Sieger und Überlebender nach all dem im Nichts zu versinken. Ich blieb am Leben. Ich stürzte mich nicht in die Vergangenheit und lebte weiter. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war es noch immer zu leicht und zu einfach, wie Iwan Karamasow das Eintrittsbillet in diese Welt zurückgeben zu wollen. Man konnte noch in manchem duftenden Garten und etlichen Folterkammern erwartet werden, höfliche Einladungen, die man nicht ohne weiteres absagen durfte. Vielleicht warteten noch geschlossene Türen auf den Öffner und manches Opium auf den Raucher. All dies aber ist Kommentar zum Unerkennbaren, überflüssige und notwendigerweise verlogene Hinweise. Die Wahrheit in der Befreiung, die Erkenntnis im Überleben sind nicht durchschaubar. Man kann den Überlebenden nicht daraus verhören, was die Befreiung ihm im Grunde bedeutete. Er wird es nicht wissen. Man kann ihn nicht fragen, warum er weiterlebe. Er wird nur lächeln. Aber dieses Lächeln kann ihm keiner mehr nehmen. Ja, hallo, wir sind jetzt als Nächste dran. Ich darf Ihnen vorstellen, Bernadette Konrad mit ihrem Debütroman Was dich spaltet. Bernadette Konrad ist Literaturjournalistin und Reisejournalistin, arbeitet viel für die Zeit, für die Berliner Zeitung und für den Schweizerischen Rundfunk. Sie hat bisher hauptsächlich erzählende Sachbücher geschrieben. Mit dem Sachbuch Die vielen Leben der Paula Fox ist sie bekannt geworden. Und wie gesagt, jetzt ihr Debütroman, aus dem sie erst mal lesen wird. Du hast das Wort. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich lese Ihnen vom Anfang des Buches. Leben Eltern ewig? Es war nur ein Traum, Kathi. Sie setzte sich im Bett auf. Ihr Vater hatte dagesessen wie im Leben, mit dem Rücken zu ihr, sie selbst im altbekannten Alarmzustand, rätselnd, welche explosive Stimmung sich in seiner Abgewandtheit verbergen mochte. Aber wie konnte das sein? Er war seit fast 25 Jahren tot. Dann hatte er sich umgedreht, ihr knapp und distanziert zugenickt, die Augen kaum zu erkennen hinter den dicken, getönten Brillengläsern. Und sie hatte es genauso gemacht. Genickt, ein knapper, distanzierter Gruß. Etwas in ihr zittert, ein Nachbeben von weit her, eines, das nur noch im Traum bis zu ihr gelangen kann. Aber wieso überhaupt, nach all der Zeit? Draußen schlägt Frühling ans Fenster. Nach den eisigen Tagen mit Schnee und Frost ist es plötzlich so warm geworden, dass sie gestern beim Heimkommen den Mantel aufgeknöpft hat. Kathi atmet ein, aus. Sie fühlt den Luftzug, sie hört den Vögeln zu und denkt, verrückt, dass ihr nicht aufgebt. Ihr besingt den Frühling, ihr singt die Autos nieder, die jedes einzeln und laut übers Kopfsteinpflaster rattern, singt über den Krach der Berliner Stadtreinigung hinweg, die da unten gerade unterwegs ist. Sie schloss die Augen noch einmal, nein, nicht zurück in den Traum. Aber die Kinder hatten Ferien, Elli war schon aufgestanden, sie hatte sie rumoren hören und Märchen war bei Eva, sie konnte noch liegen bleiben. Kurz konnte man alles vergessen, den Baulärm, die nahe Autobahn, den Traum langsam von sich wegrücken. Man konnte die Augen geschlossen halten, die Beine unter die Decke strecken, den Wind fühlen und sich an die Vögel halten. Als sie in die Küche ging und Teewasser aufsetzte, wunderte sie sich. Wieso war es auch in Ellis Zimmer so still? Normalerweise drang Musik heraus, ein sicheres Zeichen ihrer Anwesenheit. So früh und ohne Bescheid zu sagen. Andererseits musste eine 15-Jährige nicht auf Schritt und Tritt kontrolliert werden. Kathi wartete neben dem Wasserkocher und schaute aus dem Fenster, dann eben nicht. Dann würde sie sich gleich mit dem Tee an den Computer setzen. Im Zimmer, am Schreibtisch fiel es ihr ein. Ende April, Jahrestag. Ein kühler Apriltag vor heute genau 26 Jahren und sie steht wieder dort. Die Hände fest um die heiße Tasse geschlossen, sieht sie sich stehen im großen Flur des Elternhauses. Sich selbst, Vater, Mutter und Diana, ihre beste Freundin, die mitgekommen war. Sie sieht an der Wand die zartbeige Textiltapete, die Bilder mit Landschaften und Blumenstillleben. Sie sieht die dünnen Sichtschutzgardinen vor dem oberen Galeriefenster sich blähen im Luftzug der sich öffnenden und schließenden Tür. Auf, zu, auf. Keine 5 Minuten waren sie im Wohnzimmer sitzen geblieben, kaum dass Kathi gesagt hatte, weshalb sie gekommen war. Raus, raus, du Kriegstreiberin, hatte der Vater mehr gezischt als gebrüllt und Diana und sie vor sich hergeschoben zur Tür. Nein, nicht gehen, hatte die Mutter gerufen, weinend und sich gegen die Tür gelehnt. Du Wahrheitsfanatikerin, das ist alles erlogen, ausgedacht, was fällt dir ein? Lauter die Stimme des Vaters. Damals hatte die Erde gezittert. Sie hätte auch reißen können. Dann wäre sie, Kathi, in ein Bodenlos gefallen, das sie schon vorher auf der Autofahrt hin zu den Eltern erwartet hatte. Angstverkrümmt, zusammengefaltet auf Paketgröße, in den Fußraum des Beifahrersitzes gekauert, während Diana den Wagen steuerte. Du schaffst das, Kathi. Im Fußraum des Beifahrersitzes? Sie war auch damals schon erwachsen gewesen, Mitte 20, und hatte mit Sicherheit nicht in den Fußraum eines Autos gepasst. Aber so war Erinnerung. Sie schuf ein Bild für die Angst, aus der sie in diesen Stunden bestanden hatte, ohne Rest. Danach, als es vorbei war, sie beide auf die Straße gewankt waren, sich in Dianas Auto gesetzt und Diana den Motor angelassen hatte, erst dann hatte sie wild zu schluchzen begonnen und die ganze Fahrt bis zu Diana nach Hause damit nicht aufhören können. Wie konnte man so sein Elternhaus verlassen? Wie konnte man nur? Tee getrunken, Balkontür geschlossen, durchgeatmet. Sie sollte die Zeit nutzen zum Arbeiten, bevor Märchen ihre Kleine zurück wäre. In 3 Tagen würde Eva sie bringen. Eva, Schwesterherz. Und wieder starrte Kathi Löcher in die Luft. Es hielt sie nicht auf dem Stuhl, sie öffnete die Balkontür noch einmal, lehnte sich in die Tür, sah im Glas ihr eigenes Spiegelbild, schmale Schultern, die meist etwas nach vorne gebeugt, wilde braune Locken, braune Augen, die ihr aus dem Spiegel immer ernster entgegenschauten, als sie sich selbst empfand. Dieser heutige Arbeitstag wollte nicht beginnen. Wo genau warst du eigentlich damals gewesen, Eva? Und wo genau stehst du heute? Kathi schloss die Balkontür, setzte sich, startete den Computer. Auch das, was sie hier tat, fand Eva abwegig. Die Beschäftigung ihrer großen Schwester mit dem Erleben junger Soldaten, Kathis Sammeln von Zeugenberichten, Feldpostbriefen, Tagebucheinträgen, ihre Suche nach den Stimmen derer, die jung den Zweiten Weltkrieg an der Front erlebt und ihn überlebt hatten. Unser Vater war einer von ihnen, Eva, hatte Kathi hier und da Evas Unverständnis, ihrer fast ungeduldigen Abwehr entgegengehalten. Dein geliebter Papa. Das dachte sie nur, sagte sie nicht. Aber Eva winkte ab, schüttelte den Kopf, wollte sich nicht einlassen auf Gespräche über jene Zeit, die, wie sie sagte, doch ewig her war. Ist denn in den letzten 70 Jahren nicht genug über den Krieg geschrieben worden, Kathi? Hatte sie letztes Mal gefragt. Glaubte Kathi tatsächlich, dass sie so dermaßen lange danach noch etwas hinzuzufügen hätte? 3 Jahre beschäftigst du dich schon mit dieser Materie, richtig? Hatte sie gesagt mit gerunzelter Stirn. Bist du denn da nicht völlig von deinen eigentlichen Themen weg? Verschenkst du nicht kostbare Zeit? Vielleicht, Eva, vielleicht auch nicht. Aber war das wichtig? Eva war, wie sie war, ihre wunderbare kleine Schwester, die nie ohne Arme voller Geschenke zu Elli und Märchen kam, strahlend, die einen mitreißen konnte mit ihrer Frische und Fröhlichkeit. Eva, der sie vertraute Mails schrieb, so wie das eben gehen kann zwischen Schwestern. Das mit dem Krieg, Vater, es hört nicht auf, mich zu beschäftigen, wie alles zusammenhängt, wie eins mit dem anderen zusammenhängt. Fast 25 Jahre bist du tot und ich habe es versäumt, dich zu fragen. Zu spät, sagt man immer, Gelegenheit verpasst. Aber stimmt das? Hätte ich dich gefragt? Würde ich dich fragen, wenn du noch am Leben wärst? Es gibt Gründe, warum man mit jemandem ins Gespräch geht oder warum man es nicht tut. Wer wärst du heute? Ein verbitterter alter Mann? Jemand, der nochmal eine Kehrtwende gemacht, Dinge neu angeschaut hätte? Du bist nicht mehr da. Und in diesem leeren Raum, ja, haben wenigstens die Fragen Platz? Ich lese noch ein kurzes Stück vom Ende dieses Tages, am Abend. Sie hat sich mittlerweile mit ihrer Schwester, die Schwestern haben telefoniert und jetzt ist Abend. Draußen dunkel. Ein einziges Licht brannte in den beiden riesigen Gründerzeithäusern auf der anderen Straßenseite, als ob niemand außer ihr mehr wach wäre. Oder fiel es ihr sonst, wenn die Mädchen in ihren Betten schliefen, nur nicht auf? Vor dem Zubettgehen schaute sie noch in ihre Mails und stutzte. Eva hatte geschrieben, so kurz nach dem Telefonieren. Kathi überflog die Mail und erschrak. Was war das denn? Die Schwester erinnerte sie daran, dass sich im nächsten Winter der Tod des Vaters zum 25. Mal jähren würde. Der andere Jahrestag. Dann fielen ihr also in diesen Tagen gleich 2 von der Sorte vor die Füße. Sie sei gerade dabei, schrieb Eva, aus den vielen Kindheits- und Familienfotos, die sich ja vor allem bei ihr stapelten, ein Buch zu machen, das an das Leben des Vaters erinnerte. Könntest du dir vorstellen, den Text dazu zu schreiben, schrieb sie. Du bist doch die Frau der Worte in der Familie. Wir würden uns nach dem Gottesdienst bei uns treffen, zusammen mit Mutter. Ich finde das wichtig. Und sind so Jahrestage nicht auch dazu da, dass man sich wieder mal bewusst wird, was Familie bedeutet? Was Familie bedeutet? Kathi holte Luft. Ja, was bedeutete sie denn? War es Eva nicht bewusst, auf welch mühsam erkämpftem Boden sie beide standen? Geschwisterlandschaft, ihrer beider Territorium? War Eva nicht klar, was passieren konnte? Kathi wandte den Blick vom Bildschirm. Sie stützte das Kinn in die Hand und schaute aus dem Fenster. Nein, natürlich nicht. Eva stand woanders. Sie lebte nah bei der Mutter, sie war ihr nah und trotzdem verflixt. Das hier konnte nicht gut gehen. Sie wollte das nicht. Sie wollte mit ihrer Schwester verbunden bleiben. Was sollte sie antworten? Die Balkontür stand offen, draußen rauschte der Wind durch die Linden, die Vögel schwiegen, aus dem Radio in der Küche kam Klaviermusik. Genug für heute. Wieso sollte ich das wollen, über dich schreiben, Vater? Nichts zieht mich dahin, in eine Nähe zu dir. Das Gegenteil ist der Fall. Du bist so gründlich tot, so lange schon nicht mehr da, dass Raum für etwas anderes entstanden ist. Ein leerer Raum, in dem ich nach dem suchen kann, der du warst, bevor ich dich kannte. Ein Junge, ein Mann mit Namen Dietrich Klaassen. Kathi starrte vor sich hin, die Hände auf der Tischplatte, der Schreibtisch, die schön gedrechselten Beine. Ja, Eva, Schwester, ich lese tatsächlich eine Menge, auch Soldatentexte. Ich schreibe eine Menge, aber das heißt doch nicht, was Familie bedeutet. Verlassenheit, winkte herüber. Sie schüttelte den Kopf, fuhr den Computer herunter, es half nichts. Übermorgen würde Eva hier sein, sie würde Märchen zurück nach Hause bringen, sie würden reden. Sie holte Mehl aus der Speisekammer, Butter aus dem Kühlschrank, jetzt würde sie sowieso nicht schlafen können. Dann lieber den Kuchen gleich backen, so könnte sie morgen den ganzen Tag in der Bibliothek bleiben. Gedankenverloren deckte sie den Tisch, legte Servietten neben die Teller, nahm die Tassen der Kinder in die Hand, hielt inne, stellte eine in den Schrank zurück. Elli hatte sich nicht mehr gemeldet. Ja, du schreibst ja in deinem Roman über eine Sache, die viele, ich auch, ich habe 4 Geschwister, tatsächlich auch erleben, dass man, obwohl man ja dieselben Eltern hat, in derselben Umgebung aufwächst, ein ganz anderes Empfinden gegenüber diesen Eltern hat. Die eine empfindet es als schön, als fröhlich, während die andere leidet. Wie kann das sein? Ja, das ist eigentlich eine naheliegende Annahme, dass eben Geschwister haben dieselben Eltern, man denkt, das ist dieselbe Kindheit gewesen, aber natürlich stimmt das so überhaupt nicht. Das, man weiß dazu ja vieles, Geschwisterpositionen, Geschwisterkonstellationen spielen eine große Rolle. Oft gibt es sogar etwas wie 2 Generationen von Geschwistern in einem Haushalt. Ich denke, Geschwister ist ein unglaublich spannendes Thema. Man kennt seine eigenen Brüder und Schwestern kennt man ja sozusagen aus einer noch vorbewussten Zeit. Die sind schon da gewesen, als man selber noch gar nicht richtig gemerkt hat, was Sache ist. Das heißt, Geschwister sind sich einerseits extrem tief verbunden. Auf der anderen Seite, wenn sie nachher aus dem Haus gehen und jeder in sein eigenes Leben, ja, dann braucht auch jeder vielleicht etwas anderes und dem einen taugt das, was man aus dem Elternhaus nimmt, taugt dem einen besser und dem anderen überhaupt nicht. Und so ist das ja auch zwischen diesen beiden Schwestern. Die eine Schwester findet, wenden wir uns doch dem Hier und Heute zu, was soll denn die ganze Vergangenheit, das ist verlorene Zeit. Und die andere Schwester, die Kathi, sagt oder empfindet ganz stark, alles hängt mit allem zusammen und unsere Eltern, die Familiengeschichte steckt in uns drin. Und es ist teilweise das, was uns auch heute im Leben blockieren kann und bremsen kann, hängt oft mit dem Früher zusammen. Ja? Und ich sage das im Buch ja sogar noch weitergehend, Dinge, die in der älteren Generation oft nicht gelöst werden, die werden oft in die nächste Generation weitergegeben. Und dann findet man sich vor als Geschwister und diese beiden Schwestern finden sich dann auch in einer Krise vor, die sie auch lange Zeit nicht lösen können. Ja, und diese Krise hat aber eigentlich gar nicht mit etwas zu tun, was zwischen ihnen passiert ist, sondern die hat etwas mit dem zu tun, was lange vor ihrer Zeit passiert ist. Aber wie geht man dann mit dem um? Nicht? Und diese Frage stellt sich eben auch hier diesen beiden Schwestern. Ja. Und du gehst ja ganz intensiv tatsächlich auf das Leben des Vaters ein. Wieso? Ja, ich gehöre der Generation der Babyboomer an, also und unsere Eltern sind meistens in irgendeiner Weise, oder eigentlich immer in irgendeiner Weise noch vom Zweiten Weltkrieg irgendwie mit betroffen. Die berühmten Kriegskinder, das ist ja nun schon längst ein Thema, oder die Kriegsenkel, die lange Nachwirkung dessen, was damals alles passiert ist im Raum unserer Kindheit, im Raum meiner Kindheit auch mit dabei gewesen. Und so ist das bei diesen beiden Schwestern, von denen ich erzähle, eben auch. und die Schwester, die eben sagt, zwischen uns tut sich eine Krise auf, die wir nicht verstehen, die geht ganz stark dem Leben des Vaters hinterher. Und dieser Vater ist ganz jung, ist 1925 geboren, hier der Vater der Hauptfigur, und ist noch ganz jung im Krieg gewesen, 18-jährig, noch 2 Jahre im Krieg. Und sie hat, je mehr sie herausfindet über den Krieg, über das, was es bedeutet, als so junger Mensch im Krieg zu sein, fliehen zu müssen, aus Danzig in dem Fall. All das hatte ja in den 1950er und 60er Jahren nicht sehr viel Raum. Das ist ja, da hat Alexander Mitscherlich ja auch auf diesen bekannten Satz von der Unfähigkeit zu trauern gebracht. Das wurde damals eher verschwiegen. So, und geht man dem aber nach, in dem Gefühl, dass das auch Dinge wie quasi unter Wasser sind, die es sich lohnt zu heben, um in der eigenen Familiengeschichte besser klarzukommen. Das ist der Prozess, den diese beiden Schwestern machen. Und die eine Schwester hat eben das Gefühl, ohne sich mit dem Krieg, mit dieser Traumatik und auch mit dem Trauma, was vielleicht in sie selbst hineingelangt ist, beschäftigen zu müssen, wird auch das Heutige nicht zu lösen sein. Ja, das ist so inzwischen gibt es da ja auch viele Namen dafür. Es gibt auch die Beschreibung des transgenerationalen Traumas. Und je ungelöster etwas ist, je verschwiegener es auch war, desto machtvoller ist es oft. Also oft ist ja das Verschwiegene das Machtvollere als das, über das, was geschwiegen wurde. Genau, und ja, klassischerweise gehen Kinder in einer Familie damit sehr unterschiedlich um, und so ist das auch in dieser Familie, und die beiden müssen nun eine Form der Verständigung suchen, aber ob das passiert, werde ich natürlich noch nicht verraten. Aber du bringst ja in deinem Roman auch noch die Zukunft unter. Also deine Protagonistin Kathi hat auch 2 Töchter. Welche Rolle spielen sie? Ja, die Kathi ist so um die 50, die hat 2 Töchter. Die eine ist 15, also mitten in der Pubertät, die andere ist noch kleiner, die eine ist 8. Und natürlich ist ihr bewusst, nicht nur sie ist eine Tochter, sie ist auch eine Mutter. Und all das, was in ihr ist, wird auch wiederum in ihre Kinder gehen. Und sie verspürt diesen starken Wunsch, dass ihre Töchter vielleicht einen leichteren Weg ins Leben haben sollen, als sie selbst das hatte. Und dann geht es in dieser Vergangenheitssuche, die sie dann nach Amerika, nach Danzig, an diese alten Vergangenheitsschauplätze unternimmt. Irgendwann entschließt sie sich auch, ihre Töchter da mit einzubeziehen. Also gegen Schluss des Buches gibt es auch eine gemeinsame Reise an diese Schauplätze der Vorfahren. Ja, weil die Kathi als Mutter das Gefühl hat, ich möchte das auch schaffen, meinen Kindern es irgendwie zu erschließen. Was für Verstörungen ich aufgenommen habe, was für Verstörungen ich versuche zu klären, wo ich ein bisschen versuche, Licht hineinzutragen. Mhm. Und das ist so vieles findet sehr fragend und versuchend statt. Da gibt es auf vieles, gibt es ja auch keine endgültige Antwort. Aber es ist dieser Wunsch, auch mal belastete Wege, die von Generation zu Generation gehen, auch mal ein bisschen zu unterbrechen. Und etwas, was für sie, glaube ich, maßgeblich ist, ist einfach Bewusstwerdung. Ja? Das treibt sie sehr stark an. Ja. Und eine letzte Frage, warum hast du das Buch "Was dich spaltet" genannt? Und ja, welche Überlegung steckt da dahinter? Ja, da wurde ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gefragt, wieso, weil also wie schon beschrieben, gibt es ja eine Spaltung und einen Konflikt auch zwischen diesen Schwestern. Das heißt, es würde vielleicht sogar näher liegen dass das Buch heißt, was uns spaltet, was auch stimmt. Aber tatsächlich stand mir der Titel irgendwann recht früh auch vor Augen. Es geht eben auch, mehr noch als um Spaltung zwischen zwei Menschen, geht es um eine Spaltung in einem Menschen. Also es gibt ja auch wie Zerwürfnisse mit sich selbst, und das frage ich auch in diesem Buch. Was geschieht, wenn ein Mensch mit sich selbst, was führt dazu, dass ein Mensch in ein Zerwürfnis mit sich selbst gerät? Und jetzt an dieser Geschichte anknüpfend ist das für den Vater, für diese Vaterfigur, der auch eine sehr schwere Kindheit hatte und dann eben als 18-Jähriger in den Krieg ging, ist es ganz ohne Zweifel passiert, dass er sich spalten musste. Man weiß das auch. Das haben auch Leute wie Heinrich Böll zum Beispiel, haben das sehr eindringlich beschrieben. Oder ja, junge Soldaten, die das Glück hatten, den Krieg zu überleben, Schriftsteller, haben das beschrieben, dass wenn man gezwungen ist, Soldat zu sein und auf Menschen schießen zu müssen, dass das natürlich gar nicht möglich ist, ohne dass du dich spaltest, ohne dass man sich spaltet in jemanden, der bleibt, der mal war, und jemanden, der fähig wird, Menschen zu töten. Nicht? Also da findet eine Spaltung statt, um eine Entmenschlichung, so könnte man es auch nennen. Mhm. Und ja, Kathi versucht jetzt, sich das zu erschließen, was da auch ihrem Vater passiert ist und was, da der Vater das ja alles in sich verkapselt hat und verschlossen und nicht drüber gesprochen, auch irgendwo bei ihr angekommen und gelandet ist. Und insofern war dieses innere Zerwürfnis, das Überworfensein mit sich selber, eigentlich noch ein wichtigeres Thema, ja, als die Spaltung zwischen den Menschen. Okay. Ja. Danke dir. Okay. Vielen Dank. Genau, also, wenn man's, ja, und also wenn Sie Interesse haben, weiter mit Bernadette Konrad zu sprechen, der Stand ist direkt gegenüber. Genau, ich signiere natürlich auch, wenn jemand das Buch haben will. Ja. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser schon etwas späten Stunde für eine Buchmesse. Ich freue mich, Sie hier zu sehen, trotz allem noch. Wenn man im Internet nachgeschaut hat, unter Leipzig liest, steht da der Name Jörg Sundermeier. Ich bin nicht Jörg Sundermeier, ich bin Wolfgang Schiffer. Ich bin einer der Herausgeber dieser Anthologie, die ich die Freude habe, Ihnen heute vorstellen zu können. Der zweite, der gerne mit dabei war, Dinçer Güçyeter, darf ich zu meiner Freude sagen, der ist jetzt leider verhindert und das hat einen guten Grund. Der hat gerade den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen und wird jetzt von allen gefeiert. Und ich denke, wir haben jeden Grund, diesen wunderbaren Mann mit seinem Roman Unser Deutschlandmärchen auch zu feiern. Also von hier einen Applaus, den er unten hören muss. Das Buch würde gefördert, und das sage ich vorab, weil ich da ganz, ganz groß danken muss, vom Fritz-Hüser-Institut für Arbeit und Kultur der Arbeitswelt. Für Arbeit und Kultur der Arbeitswelt. Sonst wäre es vielleicht nicht zustande gekommen. Dinçer und ich haben Literaturschaffende, Kulturschaffende im weitesten Sinne gebeten, sich einmal in ihre Kindheit zurückzuversetzen und uns zu erzählen, was sie glaubten, von der Arbeit ihrer Eltern zu wissen. Das haben wir so einfach mal als Frage gestellt. 26 Autorinnen und Autoren haben uns gerne darauf geantwortet. Und zwei davon sind heute Abend Gott sei Dank hier, Martina Hefter und Martin Becker. Also Martina und Martin, auch denen einen ganz herzlichen Applaus. Danke, dass ihr da seid. Und damit habe ich eigentlich auch schon alles gesagt, denn ich kann hier nur eigentlich einführen, die beiden werden ihre Beispiele, ihre Texte, ihre Erinnerungen an die Arbeit der Eltern in ihrer Kindheit werden sie uns lesen. Martina wird gleich beginnen, aber eine Frage habe ich vorab. In einer ersten Rezension dieses Buches sagt Martin Oehlen, das war früher der Kulturchef im Kölner Stadtanzeiger, ich zitiere, man merkt den Autorinnen und Autoren an, dass die Beschäftigung mit dem Text eine besondere gewesen ist. Alle legen sich ins Zeug, denn hier geht es ans Eingemachte, nämlich um den Anfang von dem, was jetzt ist. It's a family affair. Bevor wir die Beiträge hören von euch beiden, war das bei euch ähnlich so? Wie habt ihr auf die Anfrage eigentlich reagiert? Und ich frage mal, Martina, hast du vorher schon überhaupt über die Arbeit deiner Eltern, deiner Mutter schon mal nachgedacht, gearbeitet, geschrieben auch? Also geschrieben noch nicht. Okay. Hallo erstmal nochmal. Aber ich habe sehr viel darüber nachgedacht, immer mal wieder und vor allem auch zur Leipziger Buchmesse, weil also ich bin im Hotel groß geworden, in einem kleinen Hotel, und zur Leipziger Buchmesse habe ich immer Gäste gehabt bei uns in der Wohnung. Also mein Mann und ich glaube, da kam das ganz oft, der Gedanke, weil ich immer die Anfragen hatte und ich habe tatsächlich auch sowas in mir, dass ich gerne Gäste beherberge und dann, und ich finde es auch literarisch, so natürlich diesen Topos des Hotels, okay, ziemlich spannend. Mal sehen, was da später mal noch entsteht, also, oder so. Da werden wir dann gleich auch hören, das war noch so eine Zusatzfrage, ob die Arbeit der Eltern möglicherweise Einfluss gehabt hat auf den eigenen Werdegang, den jemand genommen hat. Martin, bei dir ist es so, dass die Arbeit deiner Eltern im Grunde genommen schon Thema gewesen ist. Also Marschmusik, dein Roman, da ist es thematisiert. Der letzte jetzt hieß Kleinstadtfarben. Kleinstadtfarben, ich vergesse immer den Titel. Da ist es wieder sozusagen, das ist es der Tod der Mutter vor, der Tod der Vater und so weiter. Hat denn diese Anfrage jetzt bei dir nochmal was Neues rauskitzeln können? Na, das ging tatsächlich parallel, weil in dem Buch, an dem ich aktuell schreibe, was nächstes Jahr zur Messe erscheint, wird es ein allerletztes Mal um die Familiengeschichte gehen. Und somit auch um die Arbeit der Eltern, weil die ist in dieser Geschichte, also ich komme aus einer Arbeiterfamilie aus dem Ruhrgebiet, da ist sozusagen die biografische Geschichte immer mit der Erwerbsbiografie verknüpft, einfach weil sie sich totmalucht haben, könnte man sagen. Okay. Also hören wir jetzt ein kleines Make-up von dem, was dann im nächsten Jahr wahrscheinlich auch wieder bei Luchterhand im Luchterhand-Verlagersbuch erscheinen wird. Genau. Du beginnst mit deiner Erzählung. Wunderbar. Deine Erzählung hat einen wunderschönen Titel, nämlich... Liest du ihn selbst gleich? Ja, mein Titel heißt Ins Hotelgewerbe irgendwie reingerutscht. Ich lese, ich muss ein bisschen kürzen. Das tut mir leid, aber das schaffen wir sonst zeitlich nicht. Ich muss bei den Berufen meiner Großeltern anfangen, um etwas über die Berufe meiner Eltern zu sagen. Mein Großvater väterlicherseits arbeitete in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts als Trapezkünstler im Zirkus Krone. Er war Fänger. Es gibt eigentlich keinen Grund, Zirkusse mit ihrem rassistischen und kolonialen Erbe besonders toll zu finden. Auch heute noch werden Tiere dort unsachgemäß gehalten und behandelt. Aber manchmal finde ich es trotzdem cool, so einen abenteuerlichen Opa zu haben. Vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs pachtete mein Großvater einen Gasthof in den Alpen. Wahrscheinlich, weil er zu alt fürs Trapez geworden war. Bald aber wurde er als Soldat rekrutiert. Meine Großmutter wuchs in Berlin auf und wollte eine Modeschule besuchen. Sie zeigte mir später immer mal ihre Zeichnungen. Sie befanden sich in einer Mappe in einem Schrank in ihrem Wohnzimmer. Während des Zweiten Weltkriegs wurde sie von ihren Eltern in die Alpen geschickt, weil dort weniger Bomben fielen. In den Alpen lernte sie meinen Großvater kennen und führte mit ihm den Gasthof. Mein Großvater starb etwa 5 Jahre vor meiner Geburt, Schlaganfall mit 58, weil er nach dem Krieg zu rauchen begonnen hatte, 40 Zigaretten am Tag. Meine Großmutter führte den Gasthof allein weiter, zusammen mit ihrem Sohn, meinem Vater und ihrer Tochter, meiner Tante. Mein Vater sagte mir später oft, dass er gern studiert hätte, am liebsten Geschichte oder Philosophie. Nach der 9. Klasse besuchte er stattdessen eine Handelsschule und lernte mit Bilanzen umzugehen. Das war hoch angesehen im Ort und gut für den Gasthof. Mein Vater sagte mir später auch, dass ihm das mit den Bilanzen dennoch ein bisschen Spaß gemacht habe, und ich bin immer noch ziemlich froh, dass er mir das gesagt hat und dass er nicht ganz unglücklich war mit seinem Beruf. Meine Mutter wuchs als eines von 7 Kindern auf einem Bauernhof in Ostbayern. Sie verließ die Schule mit 14 und begann in einer Fabrik zu arbeiten, die Knöpfe herstellte. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts war das der normale Bildungsweg für Mädchen in dieser ländlichen Gegend. Die meisten heirateten mit 16 und bekamen Kinder und arbeiteten später wieder in der Fabrik oder auf den Höfen ihrer Männer. Meine Mutter war mit 18 immer noch nicht verheiratet. Sie las eine Anzeige in der Lokalzeitung, ein Gasthof in den Alpen suchte eine Serviererin. Ich bin inzwischen auf der Welt. Meine Familie gibt den Gasthof auf und zieht in ein kleines, neu gebautes Hotel direkt an einem Wäldchen im selben Ort. Die Familie, das ist meine Großmutter, meine Urgroßmutter, die auch noch aus Berlin kam, meine Eltern, meine Tante, mein Onkel, meine Cousine und ich, außerdem Lisa, die Bedienung und Frau Schubert, die Zimmerfrau. Ich bin 4 Jahre alt. Ich mag die neue Umgebung, die Bäume im Wäldchen, den gurgelnden Bach, der direkt neben dem Hotel fließt. Als wir ein bisschen älter sind, spielen meine Cousine und ich oft den ganzen Tag dort. Wir kommen nur zum Essen heim. Im Winter ist der Bach voller Schnee. Wir bauen Burgen und Höhlen. Im Sommer klettern wir auf die Bäume oder wollen im Bach Forellen fangen, was nie klappt. Ich mag das Hotel. Es kommt mir hell vor und riesig, obwohl es kleiner ist als der düstere Gasthof. Unsere Eltern sind den ganzen Tag in und ums Hotel unterwegs. Dauernd gibt es was zu tun. Mein Onkel und mein Vater sind Hausmeister, Kofferträger und Abholservice vom Bahnhof, und sie machen auch das Büro, aber das Büro machen irgendwie alle. Meine Oma, eine ganz zarte Frau, ist die Köchin. Sie hat das im Gasthof gelernt, do it yourself. Sie wuchtet riesige silberne Töpfe über die Herde und tötet lebende Forellen. Wenn ich meine Oma beschreiben soll, würde ich sagen, ein Filmstar tötete Forellen. Niemand kontrolliert uns Kinder, aber es ist immer jemand da, wenn wir in den Bach gefallen sind oder uns das Knie aufgeschlagen haben. Dann gehen wir zu Lisa, der Bedienung, die uns Schokolade schenkt. Im November, wenn nur wenige Gäste im Hotel wohnen, dürfen meine Cousine und ich an den leeren Gästezimmern schlafen. Das fühlt sich luxuriös an. Am vollsten ist das Hotel über Weihnachten und Silvester. Wir leben in einem Wintersportort. Die Leute kommen zum Skifahren und Eislaufen, außerdem im Juni und Juli zum Wandern. Wir haben viele Stammgäste, auch Familien mit Kindern, die ich über die Jahre hinweg immer wieder sehe. Einige werden gute Freundinnen und Freunde. Sie leben in Städten in Nordrhein-Westfalen. Eine für mich exotische, rätselhaft schöne Welt. Keiner aus meiner Familie hat einen richtigen Hotelberuf gelernt, außer meine Mutter ein bisschen. Sie hat einen Servierkurs absolviert, gleich nachdem sie in den Alpen aus dem Zug stieg. Alle sind sie ins Hotelgewerbe irgendwie reingerutscht, weil mein Großvater, der Zirkusartist, eben nicht mehr Zirkusartist sein konnte, weil der Krieg kam, weil mein Großvater zu viel rauchte und zu jung starb. Mir ist natürlich bewusst, dass meine Familie, was den Krieg betrifft, auf der Täterseite stand, einfach weil sie Deutsche waren. Ich will sie keineswegs als Kriegsopfer romantisieren, aber ihre individuellen Schicksale prägten nun mal das Weitere. Als sie das Hotel führten, waren meine Eltern noch jung, viel zu jung eigentlich. Sie konnten nie feiern gehen. Wenn sie feierten, dann nur im Hotel. Als sie das Hotel wieder verkauften, waren sie so alt wie ich, als ich mein Studium am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig aufnahm. Anfang 30 und schon ein Hotel verkauft. Der Klimawandel hatte im Gebirge längst begonnen. Die Winter wurden milder, der Schnee weniger, die Touristen blieben weg. Es war im Hotel am Ende immer stiller geworden. Meine Eltern hatten uns Kindern gesagt, ich hatte inzwischen eine Schwester bekommen, dass sie mehr für uns da sein und mehr Freizeit haben wollten, einen geregelten beruflichen Alltag mit Wochenende, 8 Stunden und Feierabend um 16 Uhr. Wir zogen aus dem Hotel in eine winzige Wohnung. Meine Eltern, meine Schwester und ich fand es viel zu eng. Meine Oma und Uroma zogen in eine andere Wohnung. Ich besuchte sie oft. Meine Cousine und ihre inzwischen geborenen Schwestern waren mit ihren Eltern schon vorher nach München gezogen. Neben dem Hoteljob hatte mein Onkel Elektrotechnik studiert und danach einen gut bezahlten Job bei Siemens angenommen. Vielleicht noch kurz über meine Oma. Meine Oma wohnte nebenan. Ich war viel bei ihr, sie trank ein bisschen zu viel und erzählte oft vom Gasthof und vom Hotel. In ihrer kleinen Wohnung wusste sie nicht so richtig mit sich anzufangen. Sie kümmerte sich um die Wäsche für die Ferienwohnungen, die es inzwischen gab. Abends saß sie oft lange an der Wäschemangel im Keller. Sie sagte, das beruhige sie. Sie starb im Winter, bevor ich nach Leipzig zog. Meine Kindheit im Hotel war frei und abenteuerlich. Alles fürs Schreiben habe ich im und ums Hotel herum gelernt. Wie Menschen so ticken, wie sie sprechen, wie ein Bach gurgelt und welche Tiere er beherbergt, wie man auf Bäume klettert, wie man ein Loch in der Rinde eines Baums mit einer Paste aus Bachschlamm und zerriebenen Blättern verschließt und den Baum heilt, wie man sich Städte in Nordrhein-Westfalen vorstellen kann, ohne sie je gesehen zu haben, wie man allein ist und trotzdem nicht allein. Ich träume immer mal davon, selbst ein kleines Hotel aufzumachen. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Martina. Also das war jetzt also einer von 26 Texten, Erinnerungen an die Kindheit, an die Arbeit der Eltern in diesem Band Türschwellenkinder. Martina, du bist Schriftstellerin und Performerin und danke für die Arbeit. Danke für die Arbeit. Martin, wie gesagt, für dich ist das Thema der Eltern schon länger ein Thema, die Arbeit der Eltern in deinen Romanen. Ich glaube, in deinem ersten Erzählungsband war das nicht so, oder? Da war es unterschwelliger. Ja, unterschwellig, genau. Aber nicht so klar eigentlich. Ne? Wie hieß dann nochmal? Ein schönes Leben. Ein schönes Leben, genau. War das, ne? Ein schönes Leben. Damit bist du eigentlich durch die Decke gegangen damals. Ne? Das war, glaube ich, deine erste... Ein bisschen durch die Decke, das stimmt. Ein bisschen durch die Decke gegangen. Ich fand es schon. Damit bist du durch die Decke gegangen. Du bist aber auch, das muss ich kurz noch sagen, ein Radiofreak. Du liebst es, Radio zu machen, künstlerisches Feature, aber auch Hörspiele, ne? Ich glaube, wir haben uns kennengelernt in der Zusammenarbeit mit Jaroslav Rudisch. Lost in Praha hieß das, genau, glaube ich. Genau. War das so? Das weiß ich nicht, 2007, 2008. Das war mein allererstes Hörspiel tatsächlich, genau. Wunderbar. Und jetzt freue ich mich auf deine Geschichte, die du hier geschrieben hast. Ja, es viel Zigaretten, viel Alkohol, so kenne ich ihn. Und wie gesagt, ich treffe ihn, wenn ich ihn treffe, meist in Prag, dann haben wir weniger Zigaretten, aber ein bisschen Bierchen und Wein haben wir doch. Also, mach's. Ja, das passt dazu. Der Text, den ich vorlese, heißt Zaubertrank. Der Wecker geht um 4:20 Uhr. Mein Vater steht stöhnend auf, geht ins Bad, rasiert sich, nimmt schwerfällig die knarzenden Holzstufen nach unten, lässt in der Küche den Kaffee durchlaufen, raucht eine Zigarette, nimmt die am Abend vorher von meiner Mutter vorbereitete Butterbrotdose, immer Aufschnitt und Leberwurst, steckt sie in seine Kunstledertasche mit dem abgewetzten Tragegriff und den abgerissenen Riemchen, setzt sich in den kleinen blauen Opel Kadett und fährt los. Die Schranke öffnet sich, er grüßt den Pförtner, fährt auf den Parkplatz, zieht sich um, betritt die heiße und stickige Gesenkschmiede, nimmt seine schwere Zange, fängt an. Das Rohteil wird auf 1200 Grad erwärmt. Vom glühenden Metall zum fertigen Stück sind es mehrere Arbeitsschritte. Abgraten, vergüten, entzündern. Pleuelstangen für Autos. Zwischendurch Ablöse, 5 Minuten Pause, genau eine Zigarettenlänge vor dem Werkstor. Manchmal der Imbisswagen, da kauft er ein halbes Hähnchen, lässt es sich in einer Aluschale einpacken, bringt es mir als Überraschung mit und rührt es selbst nie an, nicht ein einziges Mal in all den Jahren. Ich besuche ihn beim Tag der offenen Tür. Mittags dürfen die Familien kommen. Auf dem Werksgelände gibt es eine Tombola und abends tritt ein Schlagersänger im Bierzelt auf. Ich sehe meinen Vater, schweißüberströmt wie alle seine Kollegen, spüre die wuchtigen Hammerschläge der schweren Maschinen tief im Bauch, wenn sie das glühende Stück Eisen formen, fühle die Hitze, die man nicht aushalten kann. Mein Vater schmiedet jeden Tag die mobilen Träume der Mittelschicht. Der elegante BMW, der Ford für die ganze Familie, bekommt eine Urkunde für 10, für 20, für 30 Jahre Betriebszugehörigkeit. Zuletzt sogar eine versilberte Ehrennadel der Firma fürs Anzugsrevers, die er sich allerdings nur spaßeshalber mal an sein Unterhemd aus Feinripp pinnt, das er im Hochsommer trägt. Irgendwann sind seine Knie so kaputt, dass er aufhören muss. Er hat wenig vom Rentnerglück, weil er seine Frau, meine Mutter, pflegt, der 10 Tage vor seinem Ruhestand eine Ader im Gehirn platzt. Bald hat er gar nichts mehr davon. Krebs mit 68. Er stirbt 4 Wochen nach der Diagnose, ausgeschmiedet. Wecker, Aufstehen, Rasieren, Kaffeemaschine, Auto. Meine frühesten Erinnerungen haben mit der Maloche meines Vaters zu tun. Die Abläufe sind getaktet, auf jede Störung reagiert er wütend. Mal sitze ich schon die halbe Nacht aufgeregt im Bett und will, dass er mir noch vor der Arbeit zum Geburtstag gratuliert, aber er schnauzt mich nur an, schlaf weiter, verdammt nochmal, bist du bekloppt, und geht. Manchmal muss ich ausgerechnet dann pinkeln, wenn er ins Bad will. Er rüttelt genervt an der Tür, als hätte sich die Welt gegen ihn verschworen. Die Beeinträchtigung seines Morgenrituals scheint der größtmögliche Verstoß gegen die Regeln zu sein, schlimmer noch, als ihn abends vor dem Fernseher zu stören. Damals schon, vielleicht bin ich 5, vielleicht bin ich 6 Jahre alt, habe ich neben Angst und Respekt vor allem Verständnis. Er kann nicht mehr. Er kann einfach nicht mehr. Das denke ich wirklich, obwohl ich keine Ahnung habe von der Härte der Arbeit, obwohl er ja offenkundig sehr wohl noch kann. Aber ich merke, was das überhaupt heißt, so zu sein, so sein zu müssen. Wenn mein Vater frühmorgens fort ist, krieche ich zu meiner Mutter ins Bett, lange sogar, auch in der Pubertät noch, und schmiege mich an sie. Manchmal wacht sie vom startenden Motor unseres Autos auf und nimmt verschlafen einen kräftigen Schluck aus dem Glas vom Nachttischchen. Ihr Notfalltrunk. Es ist Cola. Ich kenne niemanden sonst, der von morgens bis abends ausschließlich Cola trinkt, mittags manchmal verdünnt mit einem Schluck Wasser. Meine Mutter ist gelernte Schneiderin. Sie ist ein paar Jahre nach dem Krieg geboren und geht wie mein Vater nicht lang zur Schule. Nach ihrer Lehre arbeitet sie eine Zeit lang als Näherin in der Fabrik, dann am Fließband Konservendosen abfüllen. Später dann die Kinder, da macht sie nur noch Gelegenheitsjobs als Regalpflegerin in der Hartwarenabteilung vom Kaufhaus, als Putzfrau in der neuen Zahnarztpraxis in der Parallelstraße, als Aushilfe in der Wäscherei, wo irgendwann auffällt, dass die Abrechnungen nicht stimmen, dass Tag für Tag ein bisschen Geld fehlt. Die Chefin stellt sie zur Rede, es fließen Tränen bei Mutter und Chefin, meine Mutter darf bleiben und von da an stimmen die Abrechnungen. Irgendwann nimmt sie sogar den Führerschein in Angriff, da ist schon die Rente meines Vaters in Sicht, und nach ihrer ersten Autobahntour mit dem Fahrlehrer kommt sie nach Hause und zieht sich routinemäßig ihren geblümten Küchenkittel über, hockt sich an den Küchentisch unter dem Wellensittichkäfig und wechselt ein paar Worte mit meinem Vater. Bei der Auffahrt hatte ich Schiss, dass ich nicht schnell genug bin, und dann sagt sie, und mein Vater fragt noch was und dann was. Aber sie kann schon nicht mehr sprechen, fasst sich mit den Fingern an die Schläfe und kippt ungebremst und tief bewusstlos vom Stuhl. Die Cola, das Übergewicht, die Zigaretten, dazu erbliche Disposition, das macht kein Gehirn der Welt auf Dauer mit. Meine Eltern sind beide schon lange woanders, nebeneinander im Grab, wo mittlerweile auch meine Schwester liegt. Sie haben nicht gearbeitet, um zu leben. Sie haben gearbeitet, um noch mehr zu arbeiten und immerfort davon zu sprechen, wie sie irgendwann, warte nur, irgendwann das große Los ziehen. Ihre Träume in Dauerschleife, ihr ewiges und dann. Und dann ist das Reihenhaus endlich abbezahlt. Und dann kommt die Ferienwohnung an der Nordsee. Und dann ist auch der Kurze aus dem Haus, das bin ich. Und dann machen sie ihre Weinfahrt nach Boppard am Rhein, wovon sie seit Jahrzehnten träumen. Ja, und dann fängt das Leben so richtig an. Der Wecker ging um 4:20 Uhr. Mein Vater hatte zum Überleben seinen Schnaps, meine Mutter hatte ihre Cola, und ich bin überzeugt davon, dass ich, bevor die bewussten Erinnerungen einsetzen, in den kleinstädtischen Zaubertrank gefallen bin, wie einst Obelix in seinem gallischen Dorf. Vielleicht war ich deshalb und nicht nur wegen der fettigen und zuckrigen Ernährung ein sehr dickliches Kind. Aber das ist nicht der Punkt. Während Obelix von Anfang an über Superkräfte verfügt, verfüge ich über eine Fähigkeit, die mir erst nach dem Abstand vieler Jahre so magisch wie unselig erscheint. Ich bin ein allwissender Erzähler. Immer schon. Ich habe von Anfang an gewusst, wie sehr dieses Malocher-Vehikel auf Verschleiß fährt. Habe Katastrophen kommen sehen, bevor sie überhaupt am Horizont dräuten. Habe die Ohren gespitzt, wenn meine stets überängstliche Mutter von ihren Nachkriegstraumata berichtete und Andeutungen machte, von groben Schaustellern, die mit Süßigkeiten in der Hand vor ihrer offenen LKW-Tür warteten. Ich habe gelitten, wenn mein Vater schlecht gelaunt und frisch geduscht nach Hause gehumpelt kam und sein Rücken ihm mal wieder über die Schicht hinaus quälte, weil er den ganzen Tag mit der schweren Zange in der Scheißhitze hatte stehen müssen. Dass es keine Erlösung gibt, dass die Lottozahlen es niemals gut mit uns meinen, nicht mittwochs und erst recht nicht samstags, nein, auch nicht mit den Glücksziffern, die schon Opa Job getippt hatte, dass Abschiede schmerzhaft an den Eingeweiden zerren, wie Hammerschläge in der Gluthitze der Schmiede, das alles lag für mich auf der Hand, unabwendbar und in all seiner nüchternen und grausamen Folgerichtigkeit, schon als ganz kleiner Junge. Mein eigener Sohn ist jetzt so alt wie ich damals, als mir die Rituale und Routinen meiner Arbeiterfamilie in Fleisch und Blut übergingen. Diese Mischung aus Schnäpsen, Geschichten und verzagten Kleinstadtträumen an langen Abenden in der Küche. So schwer verdaulich, dass ich noch heute verkatert bin, wenn ich meine Eltern auf dem Friedhof besuche. Mein Sohn soll es nicht besser haben, denn schlecht hatte ich es wahrlich nicht, aber anders. Der Zaubertrank, den ich für ihn braue, wird ihn beflügeln. Und wenn sein Wecker mal um 4:20 Uhr geht, dann nur, weil er auf eine abenteuerliche Reise geht, frei von Angst und Bange, beschwingt und fröhlich und mit der Gewissheit, dass sein Leben genau jetzt so richtig anfängt. Vielen Dank. Danke. Wegen eines etwas größeren Umbaus, der hier gleich stattfinden muss, beeile ich mich jetzt. Also ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für diesen Einblick in eure Kindheit, in zwei so unterschiedliche Arbeitswelten eurer Eltern. Wer sich für das Buch interessiert, wer mit Martina Hefter, wer mit Martin Becker gerne noch ein bisschen plaudern möchte, ich nehme jetzt diese Exemplare und auch dieses und gehe damit um die Ecke. Da ist ein kleiner Büchertisch und da werden die beiden dann auch noch ganz kurz sein, gegebenenfalls, wenn sie das mögen, signieren. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Schönen Messeabend noch und schöne Messetage. Ich hoffe, Sie kommen wieder und genießen hier dieses Paradies an Büchern, an fernen Welten und an Autorinnen und Autoren weiterhin. Dankeschön. Okay, geht schon los. Hallo und herzlich willkommen im Namen des Picus Verlags. Ich bin nicht Alexander Pottiker, Herr Pottiker ist der Verleger, ich bin die Lektorin, mein Name ist Barbara Gille, der Herr Pottiker lässt sich entschuldigen. Wir stellen heute Anna Silbers zweiten Roman, Das Meer von unten, vor. Der erste Roman, Chopinhof Blues, ist letztes Jahr im Picus Verlag erschienen. Beide Romane spielen in Wien, aber ich bin sicher, dass es auch für Nicht-Wiener und Wienerinnen Anknüpfungspunkte gibt. Es geht um eine junge Frau, Conny, die als Küchenhilfe arbeitet in einem Gasthaus und um ihr Leben, das sich grundlegend ändert, wenn auch nicht schlagartig, sondern immer nur so peu à peu. Und ja, ich würde sagen, du fangst einfach mal an, dann sind wir im Geschehen drinnen und dann reden wir ein bisschen. Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite, dass Sie jetzt noch ganz am Ende sich noch Zeit genommen haben von diesem Messetag. Ich darf Ihnen ein bisschen was vorlesen aus diesem Buch und dann, wenn Sie Fragen haben, bin ich da und sind wir da und wir werden danach auch uns ein bisschen unterhalten, aber Ihre Zeit nicht zu sehr beanspruchen. Das Meer von unten. Prolog. Es ist nicht so, dass es einen klaren Anfang gab, eine zeitliche Abgrenzung. Ich sah keinen LKW oder Kleinlaster draußen parken, niemanden Kartons schleppen. Niemand erzählte, dass da neue Leute wohnten hinter Tür 37. Nicht einmal Frau Sukic teilt ihre übliche Meinung zur Nachbesetzungspolitik von Wiener Wohnen. Sie waren einfach irgendwann da. Am ersten Samstag im Februar. Sie gingen an mir vorbei zur Tür 37, als ich gerade meine Wohnungstür hinter mir zusperrte. Der Vater, das Kind, die Mutter mit Bauch. 3,5, dachte ich. Wir springen ein wenig. Die Conny arbeitet in einer Gastronomieküche und kommt spät in der Nacht nach Hause. Die 1,5 Straßen bis nach Hause sind in solchen Nächten der weiteste Weg in Wien. Links, rechts, links, durch den Innenhof zu Stiege 2, erster Stock, zweiter. Im dritten hört irgendwer laut Musik. Ich schaue auf die Uhr, 1:30. Ich gehe weiter, vierter Stock. Die letzten Schritte bis zur Wohnungstür, dahinter höre ich Minze miauen. Ich stecke den Schlüssel ins Schloss, dann im Augenwinkel eine Bewegung. Ich schaue genauer hin. Vor Tür 37 sitzt wieder oder noch immer das Nachbarskind. Es schläft mit dem Kopf an die Tür gelehnt. Dunkle Augenbrauen, dunkle Wimpern, die Kapuze ist verrutscht, 7 oder 8 Jahre alt oder vielleicht ein bisschen älter, wer weiß. Minze kratzt von innen an der Tür, ein letzter Blick zur Tür 37, dann sperre ich auf, lasse das Kind schlafen. Kapitel 2. Minze weckt mich viel zu früh, ich schiebe sie vom Bett, sie springt zu meinen Füßen, spielt mit meinen Zehen, ich ziehe sie ein. Die Katze schafft es, unter die Decke zu kriechen, bis zu meiner Achsel, schnurren unter der Decke. Komm, sage ich mehr zu mir als zu ihr, stehen wir halt auf. Sie bewegt sich nicht, ich auch nicht wirklich, greife nur zum Handy, 3 neue Nachrichten, Janosch, Arbeit ohne dich ist wie Kaffee ohne Milch, Mama, Konstanze, lebst du? Dann noch einmal Mama, ruf dich nachher an, heb ab. Draußen Sirenen, immerhin kein Hubschrauber. Im Kühlschrank ist nicht einmal Milch, ich ziehe den Mantel über die Jogginghose, vielleicht kaufe ich gleich auch Semmeln oder Eier. Wie lange ist es her, dass ich ein Ei gekocht habe? Habe ich überhaupt je ein Ei nur für mich allein gekocht? In der Gasthausküche im Rösch ist alles exzessiv, 100 Eier, 10 Kilo Mehl, 20 Gurken. Minze streckt sich auf dem Boden aus, ich steige über sie, sie peitscht mit dem Schwanz. Die Tür fällt ins Schloss, ich schaue nach rechts, kein Kind vor Tür 37. Ich gehe los, Frau Sukic steht rauchend vor der Stiegentür. Conny, wie ist's? Geht schon, ich gehe zum Hofer. Brauchen Sie was? Hofer ist Aldi in Österreich. Was ich brauche, gibt's nicht beim Hofer. Sie grinst. Wie alt wird sie wohl mittlerweile sein? Anfang 60 vielleicht. Der Lippenstift macht sie älter. Warum trägt sie überhaupt Lippenstift? Es ist Donnerstag und sie ist arbeitslos. schick?", fragt sie, hält mir die Packung hin. Sie hat immer serbische oder russische Zigaretten. Ich habe sie nie gefragt, woher die kommen, wer ihr die eigentlich bringt. Vor 1, 2 Jahren hat sie Stangen an die ganze Nachbarschaft verkauft. Das AMS macht mir einen Aufstand, wenn ich da ein Geschäft mache, hat sie gesagt. Gern, ich greife zu. Feuer hast selber, oder? Ich nicke. Tür 37, sage ich nach dem ersten Zug, wissen Sie da was? So neugierig, hm? Wieder so Islamisten, wie es ausschaut. Muslime, sage ich. Warum tue ich mir das überhaupt an? Selber schuld. Conny, ist ja nicht blöd, glaubt ihnen nichts, die sind alle, wann sind die denn hergekommen? Unterbreche ich sie. Die Laszlo hat gesagt, vorletzte Woche, die hat das Auto gesehen, da vorn. Sie deutet mit dem Kinn Richtung Leystraße. Lauter Araber haben geholfen, hat sie gesagt. Mhm. Ich will fragen, wie Frau Laszlo von weitem Araber erkennen konnte, aber lasse es bleiben. Die haben sicher wieder wen gekannt, Conny, bei mir in der Wohnen, weißt. Das kann ja nicht sein. Die Nichte von der Laszlo, die steht auf der Liste, seit sie in der Lehre ist und nichts passiert, gar nichts. Das ist schon auffällig, Conny. Ich weiß eh, du hörst das nicht gern. Aber auffällig ist es schon. Eine so eine Familie nach der anderen, man muss sich schon fragen. Also fragen wird man sich wohl noch dürfen. Wie geht das, hm? Und vielleicht sollte sich das der Bürgermeister mal anschauen. Wie kann das sein, dass sich da keiner wundert, wenn wieder so eine Frau Mohammed da sitzt, wieder bei Wiederwohnen und wer dann die Wohnung kriegt? Die Kopftuchmafia, ich sag's dir, Conny, es ist alles wahr. Mhm. Letzter Zug, Rauch in der Lunge, serbischer Rauch. Bringst mir bitte einen Wein mit, einen roten, sagt Frau Sukic, kramt in ihrer Handtasche. Geht schon, antworte ich, das alte Spiel. Ich warte da, bis gleich. Ich kaufe Semmeln, Milch, keine Eier. Stattdessen Wein für Frau Sukic, dazu ein neues Feuerzeug. Sie steht nicht mehr vor der Stiegentür, als ich zurückkomme. Ich bin mir nicht sicher, ob es trister ausschaut, wenn sie davor steht oder wenn da gar niemand steht. Den Wein stelle ich vor ihre Wohnungstür, Tür 24. Vor Tür 35 eine dunkle Flüssigkeit auf dem Boden, ich weiche aus. »Hey«, sagt eine Kinderstimme. Ich schaue nach vorne, das Nachbarskind steht vor Tür 37, der Scheitel leicht über der Höhe der Klinke. »Hey, wohnst du da?« Es deutet auf Tür 36. Ja. Schon immer? Seit 5 Jahren oder so. Und ihr? Wer? Du und deine Eltern? Weiß ich nicht. Warum bist du da draußen? Nur so. Es sieht verloren aus, wie es da steht, ausgesperrt. Magst du mit zu mir reinkommen, frage ich nach kurzem Zögern. Das Nachbarskind legt den Kopf ein bisschen schief. Okay. Es kommt auf mich zu, langsame, schlurfende Schritte. »Wie heißt du?«, frage ich, sperre auf. »Kannst du eh nicht aussprechen. Probier's.« »Wie heißt du denn?«, fragt es. »Conny.« »Bist du Österreicher?«, fragt es. »Ja.« Ich ziehe meine Schuhe aus. Das Kind hat keine an, nur Socken. »Du auch?«, frage ich. »Nein.« »Sondern?« »Ist egal.« Es schaut sich um. »Bad, Klo, Schlafzimmer, Küche«, sage ich, deute dabei auf die verschiedenen Türen. »Meine Wohnung ist größer«, sagt es. »3 Leute brauchen halt auch mehr Platz.« Hast du schon was gefrühstückt? Nein. Gut, dass ich gleich 4 Semmeln gekauft habe statt 2. Ich sitze am Küchentisch gegenüber das Nachbarskind, das eine Semmel ohne Butter, überhaupt ohne alles isst. Minze schaut mich vom Türrahmen aus skeptisch an. Magst du Milch? Frage ich. Kakao habe ich keinen. Hast du auch Kaffee? Du trinkst Kaffee? Frage ich. Schon lang. Okay. Ich stehe auf, hole das Glasgestell aus dem Küchenkästchen. French Press hat Mama es genannt, als sie es zu meinem letzten Geburtstag mitgebracht hat. Wer weiß, wo sie es gefunden oder mitgenommen hat. Ich habe es bei ihrem Besuch vor Monaten verwendet, seither nie wieder. Damit machst du Kaffee? Die Kinderstimme ist ruhig für das Alter, tief. Was anderes habe ich nicht, sage ich. Ich stehe neben dem Wasserkocher, schaue dem Kind dabei zu, wie es die 2. Semmel in Stücke reißt. Wann kriegt deine Mama ihr Baby, frage ich. Bald. Haben deine Eltern deswegen die Wohnung bekommen? Wieso? Wegen Wiener Wohnen, die geben nicht so einfach Wohnungen her. Die sind genauso scheiße wie die anderen, sagt das Kind. Scheiße wie wer? Es antwortet nicht. Der Wasserkocher klickt, ich leere Wasser auf das Kaffeepulver im Glasgestell. Hast du heute gar keine Schule, frage ich. Doch. Und? Ich gehe halt nicht hin. Wieso? Ich habe nicht wechseln wollen. Wo warst du denn davor? Im 10. Einmal quer ist die Familie durch die Stadt übersiedelt. Oh, Ist mir egal. Ich brauche die alle nicht, sagt es. Wen? Die kennst du nicht. Ich drücke den Filter nach unten, das Nachbarskind verliert kurz den abgeklärten Blick. Magst du? Frage ich, höre auf zu drücken. Das Kind nickt. Ich schiebe das Gestell vorsichtig hinüber, das Kind drückt den Filter konzentriert hinunter. Fertig, sagt es, als der Filter ganz unten ist. Danke. Und jetzt? Jetzt trinken wir ihn, sage ich, schenke uns ein. Schwarz, sagt das Nachbarskind, okay. Ich gieße, bis das Heferl voll ist. Das Kind umfasst es mit den kleinen Händen. Ist dir gar nicht kalt, frage ich. Wieso? Du hast keine Schuhe angehabt. Ja und? Wir haben Februar, sage ich. Das Nachbarskind schaut aus dem Küchenfenster, ich folge seinem Blick. Magst du Februar? Fragt es, ohne mich anzuschauen. Na, die Minze auch nicht, also die Katze. Das Kind löst den Blick vom Fenster, schaut zur Minze, die immer noch im Türrahmen sitzt. Hat sie Angst? Fragt es. Nein, sie ist nur skeptisch, sie kennt ja nur mich. Hast du nie Besuch? Doch, manchmal schon. Hast du die Katze, damit du nicht einsam bist? Fragt es. Ja, vielleicht. Ich will auch eine. Damit du nicht einsam bist? Nein, einfach so. Das Kind trinkt Kaffee, verzieht keine Miene. Ich tue es ihm nach, der Kaffee schmeckt grauslich, wie lange steht das Pulver wohl schon da herum? Ich glaube, der ist schlecht, sage ich. Kaffee kann nicht schlecht werden. Woher weißt du das? Das sagt meine Mama. Vielleicht täuscht sie sich. Nein. Okay. Minze kommt zu mir, streicht um meine Beine. Ich hebe sie auf den Tisch, schaue zum Nachbarskind, es scheint ihm egal zu sein. Minze reckt den gescheckten Kopf, schnuppert in die Luft, fixiert das Kind, bewegt sich nicht mehr. Das Kind bewegt sich auch nicht, schaut nur zurück. Irgendwann löst es die Hand vom Kaffeeheferl, streckt sie langsam Minze entgegen. Die Hand zittert ein bisschen, oder vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Minze streckt den Hals noch weiter, schnuppert, der kleine Bauch hebt und senkt sich. Sie ist ganz klein, sagt das Nachbarskind. Ja, aber sie ist schon alt. Sie schaut nur jung aus, weil sie so klein ist. Minze schaut vom Kind zu mir, 3 lange Schritte, springt auf den Boden, stolziert zurück zum Türrahmen. Ich gehe jetzt, sagt das Nachbarskind. Wohin? In die Schule oder so. Okay. Es steht auf, ich auch, aber das Kind ist schneller mit allem, schneller im Aufstehen, schneller an der Tür, wo es sich noch einmal umdreht. Viel Spaß, sage ich, will ihm etwas mitgeben, Semmeln oder Kekse oder Schuhe, aber ich habe nichts davon, nur Butter und Bier im Kühlschrank. Bei was? Fragt es. Bei egal was. Das Nachbarskind nickt, zieht die Tür zu. Minze miaut leise. Ich weiß, sage ich, bücke mich zu ihr hinunter, kraule ihren Kopf. Das Handy vibriert im Schlafzimmer. Sicher ist es Mama. Ich warte, bis das Vibrieren endlich aufhört. Erst dann gehe ich hinüber. Dankeschön. Vielen Dank. Das war jetzt der Anfang der Geschichte sozusagen, als das Nachbarskind und Conny sich kennenlernen. Und es ist eine ganz zögerliche Annäherung, würde ich sagen. Und die ausgeht vom Kind zunächst, aber die in weiterer Folge ja eine große Bedeutung haben wird, auch für Conny selber und für ihr Leben. Die Conny... Also die Beziehung mit dem Kind ist der Anstoß für weitere Entwicklungen. Noch dazu kommt dann eine neue Arbeitskollegin, die auch einen wichtigen Platz einfordert. Eigentlich Conny ist eigentlich nie diejenige, die auf die Leute zugeht, ne? Und dennoch wird sie dann im Laufe des Textes eine Handelnde. Wie passiert das? Ja, ohne zu viel vorwegzunehmen. Ja, bitte, nicht alles sagen. Ist Conny die Person, die wir ja jetzt kennenlernen, die sehr lethargisch ist, sehr so im Tag irgendwie sich befindet und man weiß nicht so wirklich, ist es wurscht, ob Montag, Dienstag, Mittwoch ist. Sie erfährt im Laufe dieses Romans eine große Entwicklung von einer Person, die gerade so, wenn überhaupt, Verantwortung für sich selbst kennt und übernehmen kann, hin zu einer Person, die dazu herausgefordert wird, Verantwortung auch wahrzunehmen, obwohl sie nicht haben möchte. Sie wird außerdem dazu herausgefordert, ihre Lebensentscheidungen zu hinterfragen. Sie hat Matura, also Abitur, hat aber irgendwie, hängt seit 7 Jahren in dieser Restaurantküche als Küchenhilfe, also so das niedrigste Level irgendwie ab und stellt das nicht in Frage. Das ist halt ihr Leben, das ist ihr Leben im Gemeindebau, ihr Leben in dieser Küche. Und durch dieses Kind erfährt sie eine ganz existenzielle Herausforderung und durch diese Arbeitskollegin eine perspektivische Herausforderung. Ist es das? Kann es das sein? Kann das reichen? Kann das ein Leben sein? Und das Buch erzählt die Geschichte dieser Entwicklung anhand dieser Person, die es, glaube ich, sehr oft gibt. Ja, ja. Ja, glaube ich auch, dass viele Leute, viele Jungen, auch Ältere, also ich glaube, das hat mit dem Alter nicht notwendigerweise was zu tun. Ja. Ja, ja. Und das Kind steht ja für eine, also die Problematik des Kindes und seiner Familie, die angedeutet ist und auch nie ganz ausgesprochen, also überhaupt nie ausgesprochen, wo die herkommen, was die für ein Problem haben, was die für einen konkreten Hintergrund haben, wie eben Vorurteile sind, ohne Grund, ohne Wissen etwas zu verurteilen. Und ist das das Symbol, das du irgendwie im Kopf gehabt hast, dass das eben so unklar ist, weil eben Vorurteile auch so auf nichts fußen oft? Auf jeden Fall. Also es wird in diesem, so viel kann ich vorwegnehmen, es kommt in diesem Buch, wird nie explizit gemacht, woher diese Familie kommt. Wir wissen, die Mutter trägt Kopftuch. Wir wissen, Deutsch ist nicht die Erstsprache dieser Eltern. Wir wissen zum Beispiel aber nicht, ob Deutsch die Erstsprache dieses Kindes ist. Wir erfahren das nicht oder die Leserinnen erfahren das nicht. Und mir war wichtig zu zeigen, dass die Leidtragenden von Familien, Biografien, in denen Aufenthaltsstatus, zum Beispiel ein Aufenthaltsstatus ungeklärt ist, immer Kinder sind. Also wir haben einen Artikel 8 EMRK, wir haben den im deutschen Recht genauso wie im österreichischen Recht fest verankert in unseren Gesetzen und trotzdem kann man gut sagen, dass er oft mit Füßen getreten wird, dass Kindes- und Familienwohl, ganz egal woher jemand kommt, dann doch nicht so wichtig sind, wie wir das vielleicht gerne hätten. Und mir war wichtig zu zeigen, dass diese Geschichten, also dass diese Menschen weder heilig sind noch verflucht sind, sondern dass sie einfach auch in Städten wie Wien leben und dass aber zum Beispiel das Ungeklärte eines Aufenthaltsstatus sehr, sehr große Auswirkungen haben kann, auch auf das Leben eines so seltsamen Kindes. Und damit nicht nur auf dieses Kind, sondern auch um seine Umgebung. Also das sehr wohl als Symbol für eine Realpolitik, wenn man das auch so möchte, die gerne große Reden schwingt, um das Kindeswohl, aber die verkennt, dass Kindeswohl auch immer das Erste ist, das untergeht in solchen Szenarien. Ja. Ja. Aber trotzdem ist nicht alles furchtbar in dem Buch. Genau. Also es ist vielleicht ein melancholisches Buch, ja, und es ist ein sehr seltsames Buch, möchte ich gerne sagen, aber oder ein sehr ungewöhnliches Buch in seiner Geschichte, aber es ist auch mir ist es wichtig, dass es ein hoffnungsvolles Buch ist. Also durch diese Situationen, die sich manchmal im Leben ergeben, mit denen man eben nicht rechnet, ergeben sich auch ganz, ganz schöne Effekte und ganz schöne Beziehungen. Und ich glaube, das ist es, das, was ja auch das Aufstehen irgendwie lebenswert macht. Ja, ja, genau. Genau. Also wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht und wie es ausgeht und was die Melancholie und was das Warmherzige ist und auch das Humorvolle, dann kann ich Ihnen empfehlen, das Buch zu kaufen. Wir sitzen vorne beim Büchertisch, die Anna wird auch signieren. Ich habe schon wieder keinen Kuli mit. Kriegen wir wieder hin, ja, sicher, glaube ich. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, danke.